Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Interview-Special hier zur Comic-Con Germany. Ich war nun vor einigen Wochen inzwischen eben auf dieser Con und fand es ganz geil, habe wieder eine Menge Leuten mein Mikro unter die Nase gehalten und ihr habt jetzt die Gelegenheit reinzuhören, was wir da Tolles beplaudert haben. Außerdem habt ihr die Gelegenheit auch mal bei den Comic-Cookies reinzuhören, da war ich die Tage nämlich zu Gast und da haben wir so ein bisschen verglichen, wie sich diese Con jetzt im direkten Vergleich mit dem Salon in Erlangen geschlagen hat, wie da so meine Eindrücke waren. Wir haben noch ein paar Rezensionen gemacht und ich habe noch ein paar Fun Facts nebenbei gedroppt, also schaut euch das unbedingt mal an oder hört da viel besser mal rein. Ja, und es gilt wie immer, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann seid ihr herzlich eingeladen zu kommentieren, wo es nur geht. Sei es eben auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram, unter dem ominösen geheimen Blog, den es versteckterweise irgendwo im Netz gibt. Einfach mal ein bisschen Feedback zu hinterlassen, ist genau das, was ich gern von euch hätte. Es würde mich tierisch freuen, wenn ihr irgendwo ein bisschen was liked, shared, abonniert. Ihr wisst doch, wie das funktioniert. Und natürlich könnt ihr auch bei iTunes irgendwelche Sterne hinterlassen oder eben auf podcast.de. Also die Möglichkeiten sind ja nahezu grenzenlos. Ach, und für alle, die das Ganze übrigens nur auf YouTube hören, das Ganze ist übrigens ein Audio-Podcast. Das heißt, was ihr hier gerade zu hören bekommt, das könnt ihr euch natürlich auf YouTube anhören, das könnt ihr euch natürlich auch auf Spotify anhören, aber klassischerweise lädt man solche Podcasts eigentlich runter. Das soll bedeuten, dass wenn ihr ein Handy habt oder ihr einfach mal auch gelegentlich mal unterwegs seid, das Ganze hier ist eine Audiodatei, die ihr im Netz runterladen könnt, unter anderem eben direkt bei mir im Blog, beziehungsweise über einen Podcatcher. Das ist super easy peasy, das könnt ihr einfach mal auf euer Handy runterladen und dann mal gezielt, wann ihr Bock habt, diesen Podcast hören und müsst dabei eben nicht online sein. Dass dieses ganze Podcast-Konzept, das muss man also nicht auf YouTube machen. Ne? Nur, dass ihr Bescheid wisst, würde mich freuen, den ein oder anderen Abonnenten jetzt demnächst mehr bei mir begrüßen zu können. Jetzt also viel Spaß bei den knapp 1,45. Mal gucken, wie es dann im Ergebnis auch aussieht. Und lasst krachen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Der junge Mann hier neben mir ist ein alter Bekannter bei uns im Podcast. Den hatten wir nämlich schon auf der Frankfurter Comic Convention, einer anderen Con, die mit dieser wahrscheinlich also nicht im Ansatz mithalten kann. Auch schon mal vor dem Mikro war. Wir haben ihm seine Arbeit schon mal kurz vorgestellt, aber der ein oder andere hat es vielleicht noch nicht gehört. Hallo, ich bin der Andi. Wer bist eigentlich du? Hallo, ich bin Hock. Das ist kurz für Heinz-Olaf Klöppel. Und ich mache meinen Comic Touch und vertreibe den unter dem Label Hock Comics. Eine Serie, die du also wirklich sehr intensiv auch bewirbst. Man kriegt das überall mit. Du hast da ja auch eine Kickstarter-Kampagne, die auch im Regelfall, soweit ich weiß, immer erfolgreich lief. Habt auch mal schön mitgemacht. Guckt euch an, ganz geil. Ist so ein bisschen so Crime Police die Richtung, ne? Genau, also es ist ein Krimi, der Mystery-Elemente hat, weil die Hauptfigur besondere Fähigkeiten hat. Geht nicht so sehr in die Superhelden-Richtung, also sie wird nicht mit Autos nach dem Bösen werfen, sondern eher in die Ermittler-Richtung, so ein bisschen psychedelisch. Ja, aber ich will nicht zu viel wegspoilern. Gerade aktuell ist ja die dritte Ausgabe erschienen. Ne? Seit wann gibt es die schon? Die dritte Ausgabe hatten wir jetzt das erste Mal zum Comic-Salon Erlangen auf Papier. Offiziell erschienen ist sie allerdings erst vor einer Woche, also da waren wir in Erlangen etwas vor der Zeit. Bei mir richten sich die Papierausgaben ja immer danach, wie das letzte Panel in der Online-Ausgabe erschienen ist. Da habe ich die Variante, dass in einem Abo es jeden Tag ein neues Panel gibt, so produziere ich auch. Und das heißt, auf Papier ist die 3 die aktuelle, richtig. Online können wir jetzt schon die ersten Panels von der Nummer 4 lesen. Und du bist halt jemand, der die Vorteile von Webcomics nutzt. Wir haben also nicht einfach nur quasi eine eingescannte Version der Comics, die ich eh kaufen kann, sondern du hast auch so eine Teilanimation mit drin. Ne? Das ist so bestimmt total aufwendig. Es geht. Der Gag an der Sache ist, wir nennen es das welterste Full-HD-Comic und wir produzieren es halt von der ersten Skizze an für Web. Das heißt, wir achten drauf beim Panel-Layout, beim Seiten-Layout, dass es für die 16:9 Auflösung, die du auf einem Handy, auf einem Smartphone, auf deinem Laptop hast, optimiert ist. Und dann ist das Papier die Zweitverwertung. Wenn man von Anfang an drauf achtet, man muss das Medium ein bisschen kennenlernen, es sind ein paar andere erzählerische Tricks, aber es ist nicht viel mehr Arbeit. Was wir auf der Webversion dann haben, ist, dass du zwischen den Sprachen wechseln kannst, dass die Panels nacheinander in Vollbild erscheinen, dass die Sprechblasen reinfliegen. Das sind sowieso alles Dinge, wenn du den Comic machst, hast du die auf unterschiedlichen Ebenen. Wenn du es direkt von Anfang an bedenkst, geht das ganz gut. Die Herausforderung bei uns ist ehrlich gesagt eher, wie passt das dann alles wieder schön auf eine gedruckte Seite?
Seite. Mit den 16:9 Panels, die du eben auch gerade auf der Bühne bei der, beim Art Spotlight von der Comic Solidarity auch kurz erwähnt hattest. Da auch immer mal der Hinweis, diese Spotlights macht die Solidarity an, bei vielen Veranstaltungen. Schaut euch das unbedingt mal an, da kriegt man einen ganz tollen Eindruck. Auch wenn es natürlich nur ein Ausschnitt ist von der deutschsprachigen Indie-Comic-Szene. Da schaut mal rein. So, jetzt traue ich mich ja fast eigentlich gar nicht zu fragen, aber du hast jetzt eben da deine Digitalvermarktung ja quasi auf deiner eigenen Seite, die da eben auch ganz gut läuft. Und jetzt habe ich gesehen, kann man sich die zumindest aktuelle Ausgabe auch auf Comixology holen. Soll ich das tun oder lieber gleich zu dir kommen? Also, du kriegst alle Ausgaben auch auf Comixology. Der Grund ist, auf meiner Webseite ist es eine Webseite. Das heißt, es funktioniert nur, wenn du online bist. Du hast da keine Downloadmöglichkeit. Deswegen haben wir noch Comixology drin, weil es halt Leute gibt, die diese App gerne benutzen, die sowieso alle ihre Comics da drin lesen. Die sollen dann natürlich auch Touch damit lesen können. Ich würde jetzt keinem empfehlen, sich die Comixology App herunterzuladen, um Touch zu lesen, weil am Ende ist er damit teurer. Ah ja, das ist doch der, glaube ich, ziemlich dezente Hinweis, wo man vielleicht mal gucken könnte. Ja, dann war es ja so, wir hatten in Erlangen kurz gesprochen, dass Comixology irgend sowas gemacht hat, eine große Ankündigung hatte, über die wir ein bisschen spekuliert haben. Und ich glaube, es ist nicht ganz das geworden, was wir gedacht hatten. Wollen wir vielleicht mal kurz anschneiden, was das war? Was hat Comixology da vor kurzem angekündigt? Ja, also wir dachten ja, es gibt wirklich spannende Neuerungen, vielleicht auch technische Neuerungen, die irgendwie mit dem Amazon-Einkauf zusammenhängen. Im Endeffekt ist es jetzt relativ unaufregend, dass sie mal wieder ein paar eigene Serien haben, die exklusiv für die Online-Plattform gemacht sind. Aber sie haben noch nicht mal richtig rausgerückt damit, ob es jetzt so wie Touch etwas ist, was technologisch speziell für diese Plattform gemacht ist. Sie haben auch Künstler genommen, die bisher im klassischen Heftchenmarkt aktiv sind. Also müssen wir echt mal gespannt warten, was da wirklich bei rauskommt. Ich fürchte fast, es war eher so ein, wir machen jetzt mal viel Marketing und hinten raus ist es dann ja, das nächste Normale, was kommt. Warten wir es ab. Wieder nur eine Blase. Vielleicht nur kurz zu Erlangen, so vielleicht noch ein Kurzfazit aus deiner Sicht. War es erfolgreich? Also Erlangen war super. Ich fand es war für mich das erste Mal, dass ich auf einem Comic-Salon war, nicht auf einer Comic-Con. Also wo wirklich nur Leute hinkommen, die sich für Comics interessieren und für Cosplay. Es war jetzt nicht wie auf der üblichen Comic-Con, dass die Leute ihr Geld schon für Autogramme und Fotos ausgegeben hatten. Das hat man gemerkt natürlich. Was ich aber vor allem toll fand, war, dass es in der Stadt war. Also diese Notlösung mit, wir haben hier Zelte, die wir aufbauen, wo wir vorher noch nicht mal wussten, sind die jetzt klimatisiert und laufen wir da auf dem nackten Asphalt oder was. Das war ja, zum einen waren es super organisatorisch super Festzelte, zum anderen, dadurch, dass es in der Stadt verteilt war, teilweise der Schlosspark dazwischen, war das eine ganz, ganz tolle Atmosphäre, eine ganz tolle, lockere Atmosphäre, die sich auch auf die Besucher und die Veranstalter übertragen hat. Und das war für mich bisher die schönste Veranstaltung, auf der ich war, und ich hoffe sehr, dass sie es in 2 Jahren wieder so in der Stadt verteilt machen und nicht in die Halle zurückgehen. Und ich hoffe, du hast auch den einen oder anderen Comic verkaufen können. Ehrlicherweise war es fast so verkaufsstark wie alle Cons aus dem Vorjahr zusammen. Also es lief wirklich gut. Ich habe jetzt neuen Mut geschöpft für die Nummer 4 und muss da jetzt zwar leider ein paar organisatorische Änderungen vornehmen. Also ich kann mir meine Tuscher nicht mehr leisten. Ich werde jetzt selber tuschen, die Nummer 4. Aber zumindest rechtfertigen die Verkaufszahlen, dass ich weiterhin mit der professionellen Koloristin zusammenarbeite. Also glaube ich, dass die Qualität ähnlich gut wird, wie ihr es gewohnt seid. Da können wir uns doch freuen. Mega gut. Ja, und dann habe ich auch den Eindruck, wenn man dir und deinem Tun vor allem auch in den sozialen Netzwerken ein bisschen folgt und auch mal persönliches Wort mit dir gewechselt, dass du ein relativ reflektierter Comic-Artist bist, der eben auch so ein bisschen allgemeinen Überblick hat. Und wir haben jetzt schon was angeschnitten, da gab es vor kurzem eine Sache, die wir unter dem Stichwort Kannibalismus mal zusammenfassen wollen, die vielleicht auch sehr umstritten ist. Was genau, von was reden wir da? Ja, es gibt in den USA einen speziellen Deal, den der DC-Verlag mit Walmart gemacht hat, dass sie 4 Serien, die, glaube ich, auch alle irgendwie mit den Fernsehuniversen, die sie gerade aufbauen, zu tun haben. Es war eine Superman, eine Batman-Serie, JLA und Teen Titans, eine eigene Serie machen, die nur bei Walmart vertrieben wird.
Und das wird in der amerikanischen Szene sehr gemischt aufgenommen. Einige sagen, juhu, endlich zurück an die Zeitungsstände, ja, zurück raus ins Volk. Und ganz viele, vor allem viele, die im Moment Geld mit Comics verdienen, sagen, oh mein Gott, lasst doch den Scheiß, ihr bringt unser ganzes System durcheinander. Das wird die Comicläden bankrott machen, das wird die Verlagslandschaft in den Ruin führen, weil dann Walmart irgendwann die Preise diktiert, die ein Comic in der Produktion kosten darf. Macht doch sowas nicht. Und das hat mich ein bisschen an das erinnert, was ich hier gerade mit Touch mache. Und dazu habe ich etwas recherchiert und bin auf was gestoßen, was ich unfassbar witzig fand. Deswegen wollte ich mal den Kannibalen in den Raum werfen. Und zwar gibt es in Deutschland einen Verlag, der nennt sich Haufe. Der macht Recht, Wirtschaft, Steuern. Ja, das ist das langweiligste Medium, was du dir überhaupt vorstellen kannst. Das ist das Zeug, was bei Anwälten als Nachschlagewerk im Regal steht. Und die sind in dieser Fachverlagsszene anerkannt als, sie sind die Führer bei der Digitalisierung. Ja, die es geschafft haben, vom Papier wegzuspringen. Und deren Geschäftsführer hat mal ein Interview gegeben, das dann überschrieben wurde mit die Kannibalen aus Freiburg. Warum? Er hat gesagt, er möchte seine Kunden auf die Cloud-Plattformen bringen, auf die Online-Angebote bringen, weg von den gedruckten Büchern bringen. Und er ist sich bewusst, dass er sein eigenes Verlagsprogramm damit kannibalisiert, woanders Neugeschäft aufzumachen. Und ich glaube, genau das ist das, was DC in den USA auch gerade tut. Ja, sie versuchen, ein neues Geschäft aufzumachen. Sie versuchen, dieses Feld wieder aus dieser Blase des Comic-Daseins rauszukommen, wieder dahin, wo Mama mit Kind einkaufen geht, um da im Regal aufzufallen und da an Leserschaften ranzukommen, die halt nie nach San Diego fahren und auf die Comic-Con gehen. Und das wird jetzt spannend, ob das funktioniert oder nicht. Aber ich denke, es ist etwas, was wir in der Branche insgesamt brauchen, was wir auch hier in Deutschland brauchen, den Mut, einfach mal was Neues auszuprobieren, ohne die Angst, dass wir uns damit was wir haben, kaputt machen. Weil was mit Dingen, die man hat und die kaputt gemacht werden können, passiert, das hat man gesehen, als ein iPhone rauskam, was dann mit Nokia passiert ist. Das sieht man im Moment, wie eine klassische Autoindustrie mit einem Tesla zu kämpfen hat. Und wenn wir es nicht machen, die wir jetzt da sind, werden es andere machen. Insofern finde ich das einen super mutigen und guten Schritt von DC und bin hochgradig gespannt, was da rauskommt. Das ist ganz interessant, dass du das positiv betrachtest. Ich möchte das auch nicht rein negativ sehen. Ich frage mich nur, ob man den Markt splittet oder einfach einen zweiten aufmacht. Wenn man jetzt vergleicht, ich habe gestern ein längeres Gespräch fernab des Mikros mit dem Heiko Hörnig geführt. Es ging um die Frage um seine House Divided, dass sie ja auch sowohl digital veröffentlichen, mit entsprechenden Animationen zum Beispiel eben auch, und dann eben auch bei einem großen deutschen Verlag, bei Carlsen, da die gedruckte Version bringen. War meine Frage, ob gerade, weil die Digitalcomics eben alle kostenfrei im Netz zur Verfügung stehen, ob die sich nicht selbst kannibalisieren, quasi da die Leserschaft abnehmen. Er meinte ganz im Gegenteil. Das sind zwei unterschiedliche Kundschaften. Die einen lesen eben lieber digital. Ganz im Gegenteil, wenn sie es geil fanden, kaufen sie zusätzlich noch, um die zu unterstützen, das Gedruckte. Und es gibt eben Leute, die kämen nie auf die Idee, im Netz diesen Comic zu lesen. Ist jetzt eben auch die Frage bei Walmart in den Staaten. Der Walmart-Kunde ist ja klassischerweise nicht unbedingt der Comic-Shop-Kunde. Und andersrum, was der Comic-Shop-Kunde wird ja nicht plötzlich aufhören, Comic-Shop-Kunde zu sein, nur geht er eh irgendwie Wochenende Einkauf machen. Ob man dann nicht einfach einen zusätzlichen zweiten Markt aufmacht, damit insgesamt den Verlag stärkt und damit hoffentlich auch ja die komplette Comic-Kultur. Ja, das ist die Hoffnung dahinter, klar. Was du aber auch sehen musst, ist, am Ende des Tages verkaufst du eine Geschichte. Die Geschichte musst du zum Leser bringen. Gerade bei dieser Frage, digital oder analog, sollen sie es doch so lesen, wie es ihnen am besten gefällt. Klar ist es ein Problem, wenn du auf diesen verschiedenen Kanälen einen unterschiedlichen Benefit davon hast. Wenn du es bei Walmart verkaufst an einem Heft, weiß ich nicht, $1 verdienst, und wenn du es am Comicshop verkaufst, $2 verdienst, ist jetzt, ich kenne die Zahlen von DC nicht, ist gesponnen, dann ist klar, dass denen der Comicshop wahrscheinlich auf Dauer lieber ist. Aber das sollte es nicht sein. Insofern, was wir brauchen, sind mehr Leser. Ich denke auch, du hast recht damit, dass ein Comicshop-Leser deswegen nicht aufhören wird. Ich glaube, das sind ja auch die Abonnenten. Gerade diese Ongoing-Serien leben ja von den Abonnenten. Ja, aber ich glaube, sie haben einfach Angst, dass wenn Walmart da einsteigt, steigt er jetzt mit Stückzahlen ein. Ja. Klar, die Zeit, wo in den USA du Auflagen verkauft hast, weil sie dachten, mit 3 Ausgaben von Supermans Tod kriegen sie die Kinder durchs College, ja, wegen des Sammlerwertes, die sind vorbei, klar. Trotzdem denke ich, dass das eine Walmart-Auflage bestimmt das Doppelte von dem sein wird, was in einen normalen Comicshop gehen wird. Und da hast du halt das Problem, was zum Beispiel auch die Spieleindustrie bei uns in Europa mit der Media Markt Saturn GmbH hat.
die diktieren dir irgendwann die Preise. Da kann ich die Angst verstehen, aber nochmal, da muss man dann drauf reagieren, wenn es soweit ist. Also ich finde es gut, dass sie es machen und ich hoffe auch, dass es insgesamt der Branche was bringt. Ja. Toi, toi, toi. Sehr interessantes Konzept. Und ja, ich meine, man muss ja auch ehrlich sein, ne? Also wenn man sich die US-Comics und deren Qualität, gerade die Heftchen anguckt, das ist ja im Endeffekt, das ist ja wirklich so ganz dünnes Papier. Nicht mehr Werbung als Comic und so. Mal gespannt, wie dann die Ausgaben im Walmart aussehen werden. Das, man kennt sie ja noch nicht. Ja, man weiß zumindest, dass sie, glaube ich, 96 Seiten haben sollen. Oh, also okay. richtig dicke Klopper, okay, in dem Heftchenformat. Ja, aber halt schon so, dass du wieder ein bisschen Story unterkriegst, weil der klassische Heftchenleser, das ist ja auch der Grund, warum ich einen Krimi mache. Ne? Ich wollte, dass du mal ein Heft lesen kannst, aber maximal zwei am Stück und hast eine Story, die du lesen kannst. Das klassische US-Heftchen, was du jetzt von JLA oder von Batman kaufst, da fängt dann eine Storyline an, da musst du erstmal sechs Hefte sammeln, dann kannst du anfangen zu lesen. Deswegen warten ja mittlerweile viele für die Paperbacks. Das ist natürlich mit, ich nehme mal was mit, funktioniert nicht. Das heißt, die müssen irgendwie außen drauf schreiben können, komplette Storyline oder sowas. Und deswegen knapp 100 Seiten. Ich glaube schon, dass das guten Lesestoff geben wird. Was ich spannend finde, ist, ob sie es dann storytechnisch mit dem, was in der normalen Serie läuft, irgendwie verbinden oder ob sie wirklich so ein komplett losgelöstes Universum machen, wie seinerzeit mit den Batman und Superman Adventures-Dingern zum Beispiel, um sich da komplett unabhängig zu entwickeln oder ob sie sagen, wir verbinden es ein bisschen, um die Leser vielleicht von links nach rechts und rechts nach links zu ziehen. Na, warten wir ab, was kommt. Ja, sehr spannend. Wir behalten den Markt im Blick und wir behalten vor allem auch dich und deine Arbeiten im Blick. Ich wünsche ganz viel Erfolg für den vierten Teil und können wir da auch wieder mit einer Kickstarter-Kampagne rechnen? Ja, auf jeden Fall. Es wird wieder, wenn das letzte Panel online ist, eine Kickstarter-Kampagne geben. Wenn ich mein ein Panel am Tag halten kann, auch ohne externen Tuscher, dann wird das so im Dezember sein, dass das Heft rauskommen soll. Also müsste man so Mitte Oktober mit der Kickstarter-Kampagne rechnen. Einfach mir HockComics oder hockcomics-de auf Twitter, Instagram oder Facebook folgen und dann werdet ihr es mitbekommen. So werden wir es machen. Vielen Dank für deine Zeit und viel Erfolg noch. Ciao. Ich bedanke mich. Es geht weiter hier mit der Interview-Polonaise. Ich stehe hier bei jemandem, den ich bei den sozialen Netzwerken jetzt wirklich schon ein bisschen länger verfolge. Ich habe ein Video gesehen, wie er ein Paket auspackt, in dem die ganzen gedruckten Werke drin waren, zumindest ein Teil davon, den ich gerade vor mir habe. Und es scheint inzwischen auch schon einen zweiten Teil davon zu geben. Hallo, ich bin der Andi, wer bist du? Hallo, ich bin der Stefan Kuhn. Hi Stefan. Ich stehe hier vor deinen Werken, das sind Heftchen, die ich auf jeden Fall gleich beide mitnehmen werde. Vielleicht magst du dich und deine Arbeit mal kurz vorstellen. Ja, ich mache einen Steampunk-Comic namens Hildesia. Damit habe ich mal so die ersten Skizzen so vor 5-6 Jahren angefangen. Und dann vor etwa 3 Jahren habe ich dann richtig den Comic angefangen zu zeichnen. Und inzwischen bin ich jetzt bei Kapitel 2, das jetzt auch frisch zur Comic-Con rausgekommen ist. Und ja, hoffe, dass das dann nochmal mehr wird. Ja, und gibt ja auch nicht zu Unrecht wahrscheinlich einen zweiten Teil. Ich glaube, du hast da auch viel gemacht. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen oder mal anreißen, wovon handelt der Comic, worum geht's? Ist es dein Erstlingswerk? Gibt es noch andere Sachen von dir? Also es ist auf jeden Fall nicht mein Erstlingswerk. Ich habe damals mit 8 Jahren habe ich angefangen, meinen ersten Comic zu zeichnen. Und ja, habe seitdem nie aufgehört. Ja, in Hildesia geht es vorrangig erstmal um eine Art Kriminalgeschichte. Also es geschieht ein Mord und der muss aufgeklärt werden und das führt dann immer weiter zu Verstrickungen und ja, der ein oder anderen Schießerei. Speziell, rein optisch ist es natürlich viel, also Steam-Art durch und durch, Steampunk durch und durch. Und von Computerspielen ist natürlich regelmäßig eine Rolle spielt und Bücher natürlich ganz klassisch. Muss ich sagen, in Comics ist es mir noch gar nicht so wahnsinnig oft aufgefallen. Ich kann mich jetzt zum Beispiel an Lady Machina oder wie das gerade heißt, was da kommt. Gibt es da viel? Wie kam es dazu, dass du gerade mit diesem Genre arbeitest? Ja, also ich habe gesehen, dass es noch nicht so viele Comics gibt. Allgemein im Steampunk gab, eben halt Lady Mechanica oder auch den deutschen Comic Steam Noir. Das waren so mit meine Hauptinspirationsquellen und dann halt auch der Antrieb, es auch mal selbst zu machen. Das sind die Werke, die du heute dabei hast. Gibt es noch irgendwie andere Serien oder Comics, die man die von dir kaufen kann? Zu kaufen jetzt gibt es noch die Kollaborationsarbeit mit dem Timo Schmitz und weiteren
Künstlern, das Helldrawin, das inzwischen auch schon in Kapitel 3 ist. Ja, mit weiteren anderen, mit Indie-Comics, die jetzt alle so hier auf der Comic-Con ausgestellt sind. Da bin ich auch im Indie-Guide dabei. Sehr gut. Helldrawin kennen wir auch sehr gut. Timo hatten wir alle im Interview in Erlangen, also der Querbeet, alles schon dabei. Das Foto von Helldrawin, das online war, habe ich geschossen. Also ich kenne die alle. Und ich muss sagen, was mir super sympathisch auffällt, ist nämlich, dass sie so ein bisschen Absinth steht. Ist der Absinth eine Sache, die ja gelegentlich mal bei euch am Stand konsumiert wird? Ja, am Stand jetzt nicht, weil wir haben ja auch eine gewisse Vorbildfunktion. Aber so im Privaten, da gönne ich mir schon mal das ein oder andere Gläschen. Es gibt ja ganz viele verschiedene Herkunftsländer und unheimliche Theorien und Favorites, so, wo man da so Bock drauf hat. Hast du einen Lieblingsabsinth? So jetzt noch nicht. Ich habe aber auch ehrlich gesagt nicht so die große Erfahrung, weil ich den halt wirklich nur gelegentlich konsumiere. Und da hält für so eine Flasche auch schon mal ein oder zwei Jahre. Okay, sehr gut. Ja, mega nice. Vielleicht nochmal kurz hier zur Con. Wie läuft es für dich? Mich interessiert immer so, wie das Publikum reagiert, ob sie dir die Comics aus der Hand reißen oder ob eher so eine gewisse Distanz da ist. Wie läuft's? Also, es läuft bei mir sehr gut. Ich habe sehr aufgeschlossene Leute getroffen bis jetzt und den ein oder anderen Comic konnte ich auch schon umsetzen. Also mehr, als ich erwartet hatte. Sehr gut, das freut mich. Warst du in Erlangen? In Erlangen war ich leider nicht. Da hatte ich zeitlich keine Zeit. Alles klar. Stefan, dann wünsche ich dir noch ganz, ganz viel Erfolg hier mit deinem Stand, deinen Comics und hoffe mindestens, dass wir noch ein paar, also drei muss ich mindestens noch in der Hand haben. Danke dir, ciao. Ja, tschüss. Auf dieser Convention sind ganz viele Leute. Da sind Leute dabei, die malen eine Runde, da sind Leute dabei, die machen geile Zeichnungen. Das ist was anderes als malen. Es gibt Leute, die machen Podcasts und es gibt Leute, die laufen im Cosplay rum. Und manchmal erkennt man den einen oder anderen, vielleicht nur aus dem Internet. Wird Zeit für ein Gespräch. Hallo, ich bin der Andi, wer seid ihr? Hallo, ich bin die Franzi. Und ich bin der André, grüß dich. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Ihr sitzt hier an einem Stand und ihr zeichnet und ihr verkauft ganz, ganz tolle Sachen. Vielleicht könntest du mal kurz vorstellen, was du hier machst und wer du bist. Genau, also genau wie ich gerade sagte, ich bin die Franzi und sitze hier unter meinem Künstlernamen Franzi Blau. Und eigentlich bin ich hauptberuflich Tätowiererin, aber natürlich zeichnet man da durch diesen Beruf auch viel. Und jetzt sitze ich hier ein bisschen und verkaufe Illustrationen und zeichne für die Leute, habe ein paar Taschen hier, die Leute kaufen können und ja, habe sehr, sehr viel Spaß auf jeden Fall. Und André ist mein kleiner Minion. Der mir ein bisschen helfen darf bei den ganzen Sachen. Ja, das ist ganz spannend, weil wir jetzt natürlich schon einige Illustratoren interviewt haben, auch im Laufe der letzten Jahre. Aber mich würde natürlich mal interessieren, du bist erst Tätowiererin quasi, die das macht. Ich vermute mal, du hast aber auf dem Papier angefangen und nicht auf der Haut, oder? Genau. Also ich zeichne es ist immer dieses Typische, was jeder Zeichner sagt, so ich zeichne schon seit ich denken kann. So ist es bei mir auch in der Art, kann man sagen. Und genau, also es fing alles an, dass ich Britney Spears Poster aus der Yam abgezeichnet habe. Dann kam irgendwann, dann kam natürlich irgendwann die Manga-Richtung, Sailor Moon, Dragon Ball, diese ganzen Sachen habe ich einfach gemocht. Und ja, dann kamen irgendwann eigene Charaktere, habe festgestellt, dass ich keine Männer mag, also Männer zeichnen mag, so, sondern lieber schöne Frauen. Und jetzt, seitdem ich jetzt seit 2 Jahren tätowiere, dann fange ich auch mal an, andere Sachen zu zeichnen und die Komfortzone zu verlassen. Jetzt kommt halt viel popkultureller Kram dazu, wie Stitch und Stormtrooper gemischt und ja, so ein bisschen andere Dinge auch. Also für mich als Laie gesprochen, vermutlich ist es schon was durchaus anderes, auf Haut zu zeichnen im Vergleich zu Papier oder eben digital. Vielleicht kannst du mal so, gibt es Möglichkeiten, die dir Haut bietet, die Papier nicht hat? Tiefe vielleicht zum Beispiel. Also viele sagen ja zum Beispiel, das ist leichter. Also zum Beispiel, ich habe eine Kollegin, die sagt, sie tätowiert mittlerweile nicht mehr so gerne, weil sie sagt, dass Papier mehr Möglichkeiten bietet. Aber ich finde eigentlich, dass die Haut trotzdem schöne, also das Schöne ist bei Haut, dass man einen schöneren Kontrast ausarbeiten kann. Papier ist ja in der Regel weiß und die Haut hat ja doch einen anderen Ton. Und wenn man da zum Beispiel mit einem schönen Weiß ein paar Effekte setzt, wirkt das, finde ich, auf der Haut einfach schöner als auf dem Papier zum Beispiel. Also da kann man schon echt schöne farbige Effekte reinbringen. Deswegen... Es ist auf jeden Fall ein großer Unterschied. Der größte ist vermutlich, wenn ich auf Papier abrutsche, ist das nicht so schlimm. Dann nehme ich den Radiergummi. Wenn ich auf der Haut abrutsche, ist das ein bisschen problematischer. Da kann man nur das Pokerface aufsetzen und so tun, als wäre alles völlig in Ordnung. Und das dann irgendwie ausbessern. Du hattest gemeint, dass vor allem Frauen jetzt so deine Motive sind. Und das ist tatsächlich auch das, was wir in Auswahl hier sehen. Ja. Gibt es auch noch weitere Sachen? Also ich habe jetzt auch ein einzelne Tiere gesehen. Ich sehe auch, dass du deine Sachen nicht eben nur die Drucker hier hast, sondern eben auch Taschen mitgebracht hast. Was für Sachen gibt es denn noch vorhin ab der gezeichneten Frauen? Man merkt ja, durch das Tätowieren bin ich sehr auf Wildtiere gekommen, so Eulen, Füchse,
ach Gott, was gibt's noch, Bären zum Beispiel. Solche Sachen sind halt super beliebt als Tattoo-Motiv und deswegen kommt man dann dazu, dass man doch eher auch in dem Bereich zeichnet. Ich habe mich mal an Drachen und solchen Sachen versucht, da bin ich halt völlig untalentiert. Da fehlt mir doch ein bisschen das Talent. Das Einzige, was ich geschafft habe, ist ein T-Rex, der Laser schießt. Aber sonst, ja, also durch das Tätowieren kommt man halt dazu, dass man doch ein bisschen seine Wohlfühlzone verlassen muss. Dann genau kommen halt so, ja, Waldtiere sind halt einfach beliebte Motive und in Hamburg, wo wir herkommen, besonders Anker, Papierschiffe, Kompässe, so dieser ganze maritime Schnickschnack, die sind halt auch, das zeichnet man ohne Ende, im Tätowierbereich zumindest. Also du bist hauptberufliche Tätowiererin, die nebenbei noch Illustrationen macht. Genau, genau. Das kam dann einfach mal so dazu. Meine Kollegin hat mich mal gefragt, ob ich Bock hätte, sie mal mit zu so einer Convention zu begleiten. Und dann hat man es einfach mal probiert. Und es ist doch beliebt, weil es doch was anderes ist, wenn man auch mal andere Motive anbietet. Und die Leute, ja, kommen, liefern doch ganz gutes Feedback eigentlich. Ich habe gerade schon ein paar Worte mit André gewechselt, vielleicht mehr zur Con selbst, auf der wir hier heute sind. Ihr reist wohl auch ein kleines Mini-Künstlerkollektiv an, wie ich es mitbekommen habe. Wie läuft es zu euch? Wie zufrieden seid ihr? Wie ist so das Publikum drauf? Vielleicht kannst du da mal ein paar Worte zu verlieren. Also man muss sagen, heute läuft es ziemlich gut bis jetzt. Die Leute haben Bock mit uns zu quatschen. Wir haben echt schon super nette Gespräche geführt. Bei meinen Kollegen scheint es heute auch besser zu laufen. Gestern war es ein bisschen schleppend. Wir vermuten, es liegt einfach daran, dass wir ziemlich weit hinten sitzen und die Leute kommen einfach durch den anderen Eingang rein. Dann werden sie erst mal diesen ganzen Merchandise-Ständen erschlagen, wo natürlich, sage ich mal, der typische Kram wie Funkos und solche Sachen verkauft werden. Und gestern hatte man das Gefühl, die Leute haben sich davon tot gekauft und hatten dann ja nicht mehr so richtig Bock, hier Geld auszugeben, beziehungsweise sie hatten gar kein Geld mehr dabei. Und gestern, ja, die Leute waren noch nicht so wirklich gesprächig, die sind hier eher so ein bisschen mit glasigem Blick, hatte man das Gefühl, vorbeigelaufen. War ein bisschen schade. Dann hat man manchmal auch Situationen, wo den Leuten halt selbstgemachte Sachen zu teuer sind, wo sie dann halt nicht verstehen, dass man halt für einen Jutebeutel mal 15 Euro verlangt und keine 2. Das ist dann ein bisschen ärgerlich, aber das war gestern. Heute läuft es deutlich, deutlich besser, muss man wirklich sagen. Mach doch einen Deadpool drauf. Habe ich tatsächlich überlegt. Das kommt. Ich habe auch immer jetzt, dadurch, dass die Leute heute ein bisschen gesprächiger sind, habe ich die auch mal gefragt, ob sie irgendwie Motive haben, wo sie sagen, das solltest du mal tun. Da waren auch Deadpool, der Stitch Trooper war auch dabei. Und mir wurde auch gesagt, ich soll mal T-Shirts drucken. Mal gucken. Vielleicht kommt das bei der nächsten Convention dann. Da sind wir schon gespannt und freuen uns drauf. Gerade so T-Shirts, glaube ich, gehen ganz gut, auch was andere Stände gemeint hatten. Ich denke, das ist auf jeden Fall eine Idee. Ja, und dann haben wir hier noch den jungen Mann neben mir, den ich jetzt tatsächlich vor allem von seinen Podcast-Werken kenne. Das sind so viele, dass ich die nicht alle aufzählen kann. Kannst du da vielleicht mal ein paar Worte verlieren? Was ist das eigentlich? Wie heißen die so? Wo geht's? Ja, also erstmal Fun Fact, also wir machen auch zusammen einen Podcast, also Franz und ich. Ende mit Schrecken heißt der, das ist so ein Creepypasta Urban Legend Podcast, wo wir halt so, also nicht vorlesen, sondern wir nehmen die auseinander. Wir gucken so, wo kommt das her, wer hat das geschrieben, was hat das noch für Auswirkungen gehabt, gibt es da noch Filme, gibt es da Inspirationen in der Popkultur, solche Kram. Und tatsächlich gestern haben uns hier auf der Convention einen Hörer besucht. Wir haben halt im Podcast erzählt, dass wir halt hier sind und es kamen tatsächlich zwei Hörer und haben halt gefragt, so, ja, wollen uns mal kennenlernen. Haben auch dann was mitgenommen bei Franzi. Das war ganz cool irgendwie, weil das hatte ich vorher noch nie. Also zum ersten Mal, dass mir wirklich Hörer wirklich sehen wollten irgendwie. Also tatsächlich, ne, so. Und ja, war cool irgendwie. Ansonsten habe ich noch zwei andere. Das ist einmal Multimaniacs, halt so ein klassischer Popkultur-Podcast, wie es ja viel in Deutschland irgendwie gibt. Und der andere nennt sich Schaubefehl. Das ist so ein Film-Podcast. Manchmal ein Kumpel. Das Konzept ist quasi, wir haben beide einen großen Backlog an Filmen, die wir nicht kennen. Und quasi wir geben dem jeweils anderen immer so einen Auftrag. Also ich kenne Film X, aber er nicht. Also gebe ich ihn, guck den und er macht das Gleiche. Im nächsten Podcast treffen wir uns und dann sprechen wir halt über, wie uns das gefallen hat. Das kann halt aktuelles sein, es kann aber auch der Klassiker von 1930 sein. Völlig egal. Genau, also podcastmäßig sehr aktiv. Ja. Krass, ihr seid also thematisch ein bisschen ganz querbeet aufgestellt auf unterschiedlichste Bereiche. Ja. Ich glaube, ich habe den Fehler begangen, irgendwie ganz viele Formate in einen Podcast zu packen. Aber ich weiß nicht, ob das so schlau war. Warum macht ihr nicht alles unter einem Namen, sondern macht mehrere einzelne Podcasts? Weil wir es schon probiert haben. Also gerade unter Multimaniacs, wir sind vier Leute, da haben wir am Anfang ganz viel Konzepte ausprobiert. Wir wollten halt verschiedenste Formate haben, von der lange Podcast, der vier Stunden dauert mit einem Thema, dann irgendwie so ein Short-Podcast mit einer halben Stunde über so ein Quickie, bis hin zu extra Horror-Episoden oder extra Games-Episoden. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Wir haben es gehasst. Und ich glaube, wenn du too much in ein Konzept, also wenn du es einfach überlädst, dein Konzept, dann ist es durch. Deswegen lieber trennen, da haben die Leute viel mehr Bock drauf. Die wissen genau, wenn sie das hören, dann kriegen sie das, was sie wollen. Deswegen, es funktioniert deutlich besser. Das haben wir quasi am eigenen Leib erfahren, ja.
Eine Sache, die ich immer gerne mal frage, wenn ich Podcast-Kollegen auch mal im Interview habe. Wir haben ja so Wellen gehabt an Podcasts. Ja? Also wir hatten, ich glaube, 10, 12 war eine Welle, jetzt 16 war eine Riesenwelle an neuen Podcasts, die entstanden sind. Die natürlich auch, da muss man gucken, wie langfristig dann die einzelnen Projekte auch noch am Start sind. So ein bisschen habe ich manchmal, ich weiß immer nicht genau, ob dann mehr Podcasts auch mehr Publikum bedeutet. Und habe auch manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass auch bei mir ein Teil der Hörer selbst Podcasts haben. Und da der Vorwurf oder die Frage im Raum, hast du auch manchmal so ein bisschen das Gefühl, als wären Podcasts häufig auch für Podcaster? Jein, das liegt, glaube ich, eher an der Bubble selbst, die du bedienst. Also wenn du jetzt gerade im Popkulturbereich, gibt es in Deutschland einfach super viele Podcasts. Seit Radio Nukular, da auch groß durchgestartet ist vor ein paar Jahren, sind ja auf den Boden geschossen, wie nichts Gutes. Und natürlich hast du da unter deinen Hörern auch quasi Kollegen oder Konkurrenz, sage ich mal nicht, also eher einfach Kollegen irgendwie, die auch natürlich mithören. Und das ist ja auch mal völlig okay. Aber ich bin der Meinung, mehr Podcasts ist gut, weil wir immer in Deutschland immer noch, auch wenn es die Runde schon länger gibt, gerade so wie Medienkuh, ich mache das jetzt seit fast 10 Jahren irgendwie, trotzdem ist Deutschland immer noch kein Podcastland. Gerade im Gegensatz, wenn du die USA anguckst, da sind Podcasts, die machen Millionen Hörer pro Episode und das sind auch keine perfekt produzierten vom Rundfunk, sondern das sind einfach Typen, die sich jetzt ins Wohnzimmer und reden in Blechdosen. Das klingt auch so, aber es ist egal, weil die weil es coole Leute sind, die coole Themen haben, das funktioniert. Da sind wir noch lange nicht. Und wenn du halt auf die Straße gehst und du fragst mal 30 Leute, was ein Podcatcher ist, dann sagen dir 29 was. Und wenn wir an dem Punkt noch sind, dann gerne mehr Podcasts. Wenn wir Podcasts halt mehr Output, mehr Leute, die es hören könnten, mehr Leute, die darüber reden, mehr Leute, die darüber Werbung machen. Deswegen, also ich bin da völlig offen. Und jetzt auch gerade zum Beispiel, also alle steigen jetzt quasi auch mehr drauf auf. Ne? Also Spotify hat ja schon länger Podcasts drin. Deezer gibt's. Jetzt ist ja auch gerade Google Podcasts gestartet. Ne? Die wollen wir jetzt auch drauf aufsteigen. Also ich finde, umso mehr der Markt da gepusht wird, umso besser, weil dann kann das Ganze nur größer werden und mehr ankommen und auch in Mainstream mehr rutschen in Deutschland. Und gerade was auch die Qualität angeht, müssen Leute noch mehr lernen in Deutschland. Weil aktuell ist es so, finde ich, Deutsche denken, Podcast ist halt sanft und sorgfältig. Ne? Olli und Jan. Aber im Grunde ist es kein Podcast, im Grunde ist es eine Radioshow ohne Musik, wo die rausgeschnitten ist. Das ist kein Podcast. Ein Podcast ist, wo sich Leute einfach hinsetzen und einfach mal ein Thema freie Schnauze erzählen. Das muss halt nicht produziert sein wie die geilste Radioshow irgendwie bei 1Live. Aber das Problem ist, dass wir natürlich auch vielleicht ein deutsches Problem, wir sind natürlich sehr ergiebig in Sachen, wir wollen das Beste abliefern. Und deswegen haben auch sehr viele private, halbprivate Podcasts mittlerweile eine Top-Qualität. Und ich glaube leider, dass die Hörer auch so ein bisschen verwöhnt werden. Das heißt, sobald du dann wieder einen Podcast hast, der vielleicht ein geiles Thema hat, der super cool, interessante Leute hat, aber eben nicht klingt wie die Radioshow, sondern wirklich nach Wohnzimmer, sagen Leute da so, boah, das klingt ja scheiße. Nee, es klingt nicht scheiße, es klingt total in Ordnung. Du kannst es hören, es rauscht nichts, es klingt vielleicht einfach nicht nach 1.000-Euro-Mikro, sondern nur nach 50-Euro-Mikro. Trotzdem ist es ein cooler Podcast. Und da müssen wir vielleicht, glaube ich, in Deutschland ein bisschen aufpassen, dass wir da die Hörer auch nichts, ja, die müssen wir ein bisschen erziehen, dass Podcast nicht bedeutet Radioshow. Mhm. Und es kommt ja auch nun wirklich, ich denke schon vor allem noch, das Publikum selbst wächst. Wir haben in Deutschland immer mehr Pendler. Pendler sind ein ganz großer Hörerteil der Podcast-Hörer und es einfach anbietet im Vergleich zu vielleicht nervigen Popsender, der da sonst laufen könnte. Ja. Und auch die Themenvielfalt ist ja fantastisch. Du kannst ja bei ganz vielen Themen, gibt es eigene Podcasts inzwischen. Also ein ganz toller Trend, den wir da auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Was wir können vielleicht noch so ein bisschen anteasen auch mal für die Zukunft. Was können wir noch von euch erwarten? Was gibt es bei euren Formaten demnächst noch an Episoden? Ja, also bei dem mit Schrecken, wie gesagt, was wir jetzt machen zusammen hier, wir machen es wirklich immer spontan. Wir gucken echt nach dem, also wir haben so ein paar Sachen, so ein paar Longrunner, die wir irgendwann mal machen wollen, aber ansonsten machen wir da wirklich nach der Episode-Veröffentlichung gucken mal einfach, was wir als nächstes machen. Es gibt ja einfach unendlich viele Urban Legends, die man ausschlachten kann da. Es gibt halt Trilliarden von Creepypastas im Netz, also da kann ich jetzt gar nicht groß teasen, weil wir wissen es noch nicht so richtig, oder? Doch die nächste, wie heißt die Show? Diese Fernsehshow? Candle Cove. Das ist so eine Creepypasta Kinderfernsehgeschichte. Das müssen wir nächstes machen. Und ansonsten, ich kann eher vielleicht teasen in die Richtung quasi, wir sind gerade dabei, ein Podcast-Netzwerk zu gründen. Das kann ich schon mal teasen. Wir haben uns zusammengeschlossen mit 10 Podcasts, so aus unserer Bubble, sage ich mal, aber auch schon thematisch ein bisschen weiter gestreut. Und wir werden uns quasi so als Netzwerk aufstellen und das eben quasi gemeinsam schießen. Dass wir einfach sagen, wir treten zusammen auf, wir machen natürlich untereinander auch irgendwie Werbung. Jeder macht aber trotzdem sein Konzept weiter, also wird sich an den Einzelkonzepten nichts ändern, aber wir wollen halt einfach als großes Ganzes auftreten. Das wird sich Podriders nennen, das ist gerade im Aufbau. Und
ja, das ist eigentlich ganz spannend, weil es einfach Spaß macht zu sehen, dass man so als Gruppe agieren kann, auch wie sich Ideen austauschen kann und einfach, ja, vielleicht auch damit nochmal neue Hörer ansprechen kann oder erarbeiten kann, dass du als großes Ganzes vielleicht besser wahrgenommen wirst als der Einzelkämpfer. Und wir haben spannende Formate drin. Wir haben die Jungs von True Crime Germany unter anderem mit da drin. Das ist ja so ein großer Crime-Podcast, die auch echt beachtliche Hörerzahlen für den deutschen Podcast haben. Die haben wir mit an Bord. Das sind gute Jungs. Und ja, da hoffen wir, dass wir ja, einfach vielleicht ein bisschen mehr noch Visibilität in die Podcast-Szene einfach bringen können. Ja. Man hat dann wahrscheinlich auch geile Synergieeffekte, die sich ergeben. Man hat einen ganz anderen ja eben auch Impact bei Businesspartnern, die eventuell irgendwann mal eine Rolle spielen können. Das sind natürlich ganz tolle Optionen, die sich da ergeben. Also darüber denken wir jetzt aktuell tatsächlich noch gar nicht nach. Es geht wirklich erstmal nur darum, Hörer kriegen, Leute aufmerksam machen. So. Wenn das nachher dahin läuft, dass man es vielleicht sogar wirklich monetarisieren kann irgendwie oder Werbepartner kriegen kann. Wobei wir alle keine Fans tatsächlich sind von Werbeeinspielern in Podcasts. Damit tun wir uns alle sehr schwer, weil das... ich glaube, das kann viele Leute verschrecken und es passt. Also es müsste thematisch auch sehr gut einfach passen. Ich würde mir jetzt nicht in einem Horror-Podcast oder so plötzlich einen Einspieler von, keine Ahnung, Jimdo. Ja, oder Colgate oder keine Ahnung. Irgendwann, es müsste thematisch, wenn schon, passen, wenn überhaupt. Aber vielleicht sind noch andere Möglichkeiten da, wie man einen Podcast trotzdem irgendwie ja auch profitabel machen kann. Ich meine, klar, wir sind jetzt alle auch irgendwie an die 30. Und da ist Hobby ist schön und gut, aber klar, wenn man sehr viel Zeit opfert, Energie und auch das wirklich einfach auf eine Qualitätsebene bringt, die nicht mehr eben mit Keller zu tun hat, sondern wirklich einfach mit gut ausgefeilten Konzepten, dann sehe ich auch kein Problem, darüber zu reden, dass man eben auch für sein einfach, das ist genau wie im Grunde, das ist ja ein Klinker auf die Comic-Con hier. Wir sitzen hier auch alle, viele auch als Hobbyzeichner. Das heißt aber nicht, dass ihre Werke nicht gewertschätzt werden dürfen mit Geld quasi. Das heißt, ich bin da gar nicht so, vieles ist immer so ein Tabuthema, aber ich sehe es eher, wie gesagt, wertvolle Dinge oder gehaltvolle Dinge, Qualität kostet Geld und darf Geld kosten. Von daher sehe ich auch im Podcast definitiv genauso. Alles klar, dann vielen lieben Dank für eure Zeit. Ich wünsche euch noch ganz, ganz viel Erfolg hier auf der Con und hoffe, dass die Leute euch die ganzen Sachen aus der Hand reißen und auch ein bisschen Handarbeit zu schätzen wissen. Vielen Dank, ciao. Dankeschön. Danke fürs Interview. Der junge Mann, bei dem ich jetzt am Tisch stehe, hat eine eigene Serie am Start. Und sogar ein paar Spin-Offs dazu. Da sind wir sehr gespannt und gucken mal, was es ist. Hallo, ich bin der Andi. Wer bist du? Hallo, ich bin Robert Volkmer. Hi, Robert. Vielleicht magst du mal kurz vorstellen. Wer bist du? Was machst du? Ich bin Teilzeit-Comic-Zeichner und lebe in Mecklenburg-Vorpommern, also ziemlich im Norden. Und hauptsächlich arbeite ich an meinem Comic und mache nur Illustrationen auf Messen, so für Leute. Aber zu Hause arbeite ich am Comic. Ja. Sehr gut. Der Comic heißt anscheinend Light und da ist eine Reihe. Magst du uns Light mal kurz vorstellen? Genau, das wird eine Reihe von 6 Heften wert sein. Und das spielt in der Zukunft, 200 Jahre nach jetzt, nachdem die Erdmagnetpole sich verschoben haben und dadurch die Elektronik ausgefallen ist und mittelalterliche Verhältnisse herrschen. Und durch die Sonneneinstrahlung, die da passiert ist, sind die Menschen mutiert und haben Superkräfte bekommen. Und jetzt 200 Jahre danach, wo das alles spielt, hat sich aber das ganze Chaos, was durch den Technikausfall passiert ist, schon wieder beruhigt und alle leben halt in so mittelalterlichen Verhältnissen und haben teilweise noch Superkräfte. Auf dem Cover steht noch jemand drauf, der denselben Nachnamen trägt wie du. Wer ist das und was macht diese Person? Genau, Richard ist mein Bruder und wir entwickeln zusammen die Geschichte und er schreibt dann die Texte. Und ich mache das ganze Kreative und Zeichnerische dann. Als ob die Texte nicht kreativ wären. Wie sieht das aus? Also diese Idee selbst und die eigentlichen Storyverlauf, macht ihr das gemeinsam oder ist da einer allein für zuständig? Wir machen das zusammen. Wir treffen uns dann immer eine Woche lang oder so und entwerfen sozusagen das ganze Comic im Voraus schon. Und wir besprechen auch schon, was auf jeder Seite passiert, damit ich schon anfangen kann zu zeichnen. Und er kann dann die Texte einfach irgendwann machen. So. Und ja, da hängt es meistens auch. Der dritte Band ist schon fertig und er muss den Text jetzt noch schreiben. Ja. Also die Dialoge dann vor allem. Genau. Okay, sehr gut. Wie sieht es aus? Also ich habe jetzt hier 4 Hefte vor mir liegen. Kommt der Comic grundsätzlich gedruckt oder gibt es den auch online? Den gibt es auch online. Den kann man über meine Homepage robertvolkmer.de. Da kann man den als Webcomic angucken oder auch über Gumroad sich die PDF runterladen und mir auch was spenden. Sonst ist es auch kostenlos alles. Genau.
da sind wir immer dafür, deswegen machen wir den Spaß hier auch, um halt mal so ein bisschen da vielleicht auch ein größeres Publikum zu erreichen. Ich sehe, dass wir hier zwei, wie es aussieht, reguläre Ausgaben haben und dann anscheinend noch was, da steht Origin-Doppelpunkt. Was ist denn da der Unterschied? Genau, das sind zwei Spin-Offs. Bei dem ersten, da, also diese Spin-Offs, die mache ich immer, weil ich noch Zeit habe, bis mein Bruder die Texte fertig geschrieben hat. Und die mache ich alleine. Und da geht es meistens um irgendwelche anderen Charaktere in dieser Welt, die auch Superkräfte haben und die eine eigene Geschichte sozusagen haben. Und in dem einen, da wird, der wird auch später in der Hauptgeschichte dann auftauchen und mit Teil sein. Mega, klingt sehr interessant. Na, vielleicht hier kurz zur Veranstaltung selbst und zum Publikum. Wie sieht's aus? Reichen Sie dir alle die Hefte aus der Hand oder ist es eher ein bisschen distanzierter, das Publikum? Dieses Wochenende ist eher distanziert, also sonst läuft's besser. Aber es sind auch Fans da gewesen, die sich die an neuen Teile geholt haben. Also ist schon schön immer. Ja. Okay, cool. Ja, und wie sieht's aus? Wann kommt Teil 3? Ich hoffe einen Monat. Okay, genau. Nice. Ja, Robert, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Danke. Und frohes Schaffen. Ja, gleich jetzt. Der junge Mann, bei dem wir jetzt hier am Stand sitzen, den kennen wir speziell von geekwhisper.de. Durchaus. Da gab es wohl vor kurzem auch ein Gewinnspiel zur neuen Serie, die erschienen ist. Ich bin mal gespannt, um was es sich eigentlich dreht. Hallo, ich bin der Andi. Wer bist du? Ich bin ebenfalls der Andi. Hallo. Sehr gut. So, unter uns, wie war die Nacht? Kurz und ungemütlich schon wieder. Wie die erste auch. Ja, du sitzt ja heute allein am Stand. Hast du Kraft oder brichst du gleich zusammen? Mein Rücken tut ein bisschen weh vom im Auto übernachten, aber ich bin erstaunlich fit nach diesen zwei doch relativ kurzen Nächten. Aber macht Spaß und alles gut hier. Du warst, glaube ich, gestern noch auf der Party. Wie war die denn so? Ja, ganz lustig. Also es ist immer ein schöner Anblick, diese verschiedenen Cosplayer miteinander dann tanzen zu sehen vor dieser Bühne. Zu irgendwie 90s Trash tanzt dann ein, weiß ich nicht, Stormtrooper mit Joker und allen möglichen. Das ist wie Fasching, nur besser. Das gab es gestern auch gemeint. Wie Karneval, nur ein bisschen geiler. Ja, vielleicht mal kurz zu dir und deiner Arbeit. Du hast vor kurzem eine erfolgreiche Kickstarter-Kampagne gefahren, hast da hier auch eine Serie veröffentlicht, die viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Vielleicht magst du uns kurz vorstellen, wie sie heißt und worum es geht. Genau, hier vorne stehen die drei Versionen von dem Bountyless-Comic vom ersten Teil. Und zwar ist es sozusagen ein Teaser für einen größeren Comic, also eine abgeschlossene Serie, eine abgeschlossene Story irgendwie über circa, ich schätze mal, 200 Seiten. Und die kommt hoffentlich Ende des Jahres oder nächstes Jahr raus. Und bevor aber dieser Komplettband rauskommt, dieses Opus, dachte ich mir, bringe ich schon mal eine Art Preview, einen Teaser raus, den ich jetzt hier dieses Jahr schon mal ein bisschen promoten kann. Genau. Und zur Story. Es geht um ein Weltraumduo, also einen Space Captain und seinen Co-Piloten, die, ich will jetzt nicht zu viel verraten, was in dem Hauptband passiert, aber in der Vorgeschichte sieht man, wie sie Richtung Erde fliegen, weil sie dort einen Funkspruch aufgenommen haben und da Leute abholen sollen. Und dann machen sie sich auf den Weg zur Erde. Das wird ein bisschen holprig, ein bisschen schwierig und die zwei haben da ein bisschen Probleme und dann die Landung konnte ich eben noch nicht zeigen, weil das ist eine kleine Überraschung, wen sie da abholen und was dann da genau passiert. Aber dann habe ich noch die Vorgeschichte dazu geschrieben, wie sie sich beide kennengelernt haben und dann dazwischen noch ein kleines Interlude mit mir als Comicfigur. Genau, einfach ein bisschen rumgesponnen. Nice, klingt total interessant und ich glaube, es ist auch relativ gut rezensiert worden bei den Kollegen mit diesem Internet da draußen. Mal vielleicht kurz zu dir. Ist das dein Erstlingswerk? Gibt es noch andere Sachen? Warum machst du eigentlich Comics? Also gezeichnet habe ich schon seit lange, keine Ahnung. Aber und Comics gelesen habe ich auch schon sehr lange. Dann kam mal eine Band aus München, Apron heißen die, auf mich zu. Die wollten zu so einem Konzeptalbum einen Comic machen, weil der Schlagzeuger eben auch großer Comic-Fan ist. Und dann haben die diese Story zu dem Konzeptalbum, habe ich mit dem Schlagzeuger zusammen einen Comic gemacht. Der heißt Der Punch, hat 140 Seiten und pro Song gibt es ein Kapitel. Und genau, das war 2014. Dann haben wir, weil es so viel Spaß gemacht hat und ja, ganz gut ankam, haben wir noch ein Prequel gemacht.
der Punch beginnt. Das sind irgendwie 40 Seiten oder so, die Vorgeschichte zum Punch-Comic. Ja, und sonst beteilige ich mich immer mal wieder an Heldroween zum Beispiel. Das ist ja so eine Comic-Kollabo. Und ja, und jetzt eben Boundless-Comic. Da ist viel zu tun und so viel darf ich verraten. Es wird wieder eine Zusammenarbeit mit der Band und jetzt habe ich es verraten. Vorher wollte ich es nicht verraten. Ha, komisch. Erwischt. Mist. Oh Mann, das war echt ein... Ich habe nicht genug geschlafen. Naja, die beiden holen die Band ab von der Erde und dann fliegen sie dieses Mal pro Song auf einen Planeten, wo dann metaphorisch mit irgendwelchen Aliens und so weiter ein bisschen eine Story erzählt wird, die dann zu den Songs passt. Aber egal, jetzt habe ich schon... Also das war ja kein Spoiling, das war mehr so ein Teasing und da haben wir eigentlich auch ein bisschen Bock drauf, so ist ja nicht, ne? ja, wieso läuft es für dich? Du hast einen wunderschönen Ausblick auf den VW-Bus, warum auch immer. Wie ist so für dich die Con bis jetzt gelaufen? Ich finde es auf jeden Fall sau spaßig, weil mittlerweile nach Erlangen, nach den letzten Jahren Stuttgart, ich bin zum dritten Mal hier und ja, in Berlin noch, in Wien, man trifft langsam echt so viele Leute, die man kennt und quatscht sich hier einen Ast. Und danach kann man noch ein Bierchen trinken und genau diese Kumpel- und Gaudi-Aspekte, die sind hier dieses Jahr sehr stark und groß. Aber verkaufsmäßig hier, obwohl hier so viel Platz ist und eigentlich dachte ich, es wäre ein guter Stand, im Vergleich jetzt zu Erlangen oder so, muss ich schon sagen, ist ein bisschen mau. Und wenn man dann hier mal sich umschaut, wie dann hier alle den Merch-Ständen hinten die T-Shirts aus den Boxen reißen, ein bisschen enttäuschend will ich nicht sagen, weil ich habe trotzdem mega Spaß. Hier mein Standnachbar, der Piero, ist super nett und es kommen immer mal wieder Leute vorbei. Es haben aber auch Leute was gekauft, so ist es nicht. Also ich hoffe, das ist jetzt kein totales Desaster für dich geworden. Nein. Standmiete ist drin. Und noch ein bisschen was für Sprit und was zu essen kann ich mir auch kaufen. Alles super. Also für das Wochenende hätte ich auch drauf gezahlt. Ist aber nicht nötig, deswegen ist alles super. Ich habe gestern festgestellt und auch gerade eben, dass wir beide durchaus eine gewisse Affinität zu Bier haben. Ich weiß ja nicht, wie es dir so geht, aber ich trinke inzwischen echt nicht mehr alles. Was ist denn eigentlich dein Lieblingsbier? Also ich habe hier gerade ein Augustiner in der Hand, was natürlich ziemlich klischeehaft ist jetzt als Münchner. Aber... Oh, Schleichwerbung. Kommt auch in dem Comic vor. Achtung, da muss ich ja eigentlich auch das hier angeben. Hier, ein Kumpel aus München. Tillmannsbräu. Tillmanns, das Helle heißt es. Und der hat mittlerweile, glaube ich, 4-5 Sorten oder so. Die Dunkle, das Helle, alles Mögliche. Pale Ale. Ja, auf jeden Fall ist es wirklich sehr lecker, sonst hätte ich es hier auch nicht reingezeichnet. Und nicht nur, weil er ein Bekannter ist, aber... Kann ich nur empfehlen. Tillmann aus München hat auch eine Bar in München jetzt aufgemacht, die heißt Frisches Bier. Sehr vielversprechend, aber top. Genau. Alles klar. Andi, ich danke dir vielmals für deine Zeit und wünsche noch maximalen Verkäufe. Vielen Dank. Ciao. Und danke fürs Vorbeischauen. Nun sitze ich endlich neben einem der Shooting Stars der deutschsprachigen Comic-Szene. Also es klingt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber tatsächlich ist es so, dass er vor kurzem eine der erfolgreichsten deutschsprachigen Kickstarter-Kampagnen im Comic-Bereich realisiert hat und da einfach einen Mega-Erfolg mit hatte. Hallo, ich bin der Andi, wer bist eigentlich du? Hallo, ich bin Ralf und genau, drehen wir es ein bisschen hoch. Ja, Shootingstar, ja, finde ich ein bisschen krass, aber nehme ich gerne an. Ja, also ich mache Comics, hab quasi vor drei Jahren angefangen, das ein bisschen professioneller zu machen. Und ja, dann habe ich ein Comic-Projekt angefangen, das ich selbst gemacht habe und habe das in einem amerikanischen Verlag unterbekommen. Aber ich wollte es auch unbedingt in Deutschland rausbringen und da war es mir dann wichtig, dass es in einer guten Qualität gedruckt wird. Und hab dann einen Kickstarter draus gemacht. Und ich glaube nicht, dass es Erfolg, auch nicht zu den... Im Comic-Bereich, in den letzten Jahren, nehmen wir eine, die erfolgreicher war. Ja, also Wormworlds ist es ja. Und wie hieß es nochmal? Myrrhe gab es ja auch. Myrrhe war Kickstarter, ja? Nee, das war nicht Kickstarter, sondern Indiegogo. Okay. Genau, und
Aber ich glaube auch Wormwood war damals Indiegogo, wenn ich mich recht erinnere. Aber ist ja auch halt Crowdfunding. Ne? Also viele benutzen das Wort Kickstarter als Synonym für Crowdfunding. Habe ich jetzt auch. Genau. Aber ich glaube, es ist in dem Sinne erfolgreich, dass es gut vorbereitet war. Und mein Ziel, das einfach nicht sehr hochgesetzt war, sehr schnell umgesetzt war. Also das, in dem Sinne war es schon erfolgreich. Also ich habe 100% in weniger als 12 Stunden geschafft. Ich glaube, das haben nicht viele geschafft. In dem Sinne kann man schon sagen, dass es sehr erfolgreich war. Aber es war kein sehr hohes Ziel. Es war eher ein realistisches Ziel. Und es hat mich aber trotzdem überrascht. Und es war ein ziemlich geiles Gefühl, dass die Leute das so annehmen, was ich gemacht habe. Und vor allem war es einfach nicht so hoch, weil ihr laut Thorsten, deinem Mitkreativen an der Reihe, der mit erfolgreich war, teilgenommen hat, ja eigentlich auch erstmal, glaube ich, nur die Druckkosten da machen, groß auch mit abdecken wolltet. Deine Arbeitszeit ist da ja gar nicht großartig mit eingeflossen in die Kalkulation, oder? Es geht ja noch viel weiter. Also ich habe ja eine Koloristin drin, ich habe einen Tuscher drin und ich habe einen Letterer drin. Und die werden alle drei bezahlt. Also ich bezahle den dieselben Rates, die sie auch woanders bekommen würden. Also ich kriege keinen Freundschaftsrabatt oder sonst wie. Und auch diese Kosten trage ich selber. Das sind Kosten, die habe ich im Kickstarter gar nicht berücksichtigt. Und dann kommt halt als nächstes meine eigene Arbeitszeit. Und auch die von Thorsten, mein Co-Autor. Der macht das ja auch umsonst. Und das wird auch nicht berechnet. Bei dem Kickstarter ging es wirklich nur um die Druckkosten. Okay. Ich habe keine Kamera vor mir, warum zeige ich denn die ganze Zeit herum? Also bei dem Kickstarter ging es wirklich nur darum, einen wirklich möglichst hochwertigen Print zu machen, also Druck zu machen. Und ich glaube, mit dem Endprodukt, da kann ich auch locker mit Splitter oder Crosscut konkurrieren. Und ich glaube, das ist auch das, was die Leute hier in Deutschland wollen. Ich glaube, in Deutschland funktioniert es nicht so gut mit Heften oder mit Softcovern. Es gibt halt einen ziemlich großen Markt von Leuten, die wollen wirklich hochwertige Produkte. Und da wollte ich dann auch ein hochwertiges Produkt. Ich wollte Fadenbindung, ich wollte Hardcover, ich wollte eine super gute Papierqualität, Druckqualität. Ich wollte auch einen guten Umschlag haben. Das klappt nicht bei jeder Druckerei. Und das klappt auch nicht zu einem kleinen Preis. Und dementsprechend musste ich mit dem Kickstarter die Druckkosten abdecken. Und die liegen sogar höher als mein Kickstarter-Ziel. Da habe ich ursprünglich wollte ich da auch ein bisschen dazulegen. Weil es gibt ja bei Kickstarter immer die Kickstarter-Gebühren, die vergessen auch viele. Die Versandkosten. Und eventuelle Zusatzkosten, mit denen man dann nicht rechnet. Ne? Wenn zum Beispiel irgendwelche spontanen Sachen. In meinem Fall kam nichts spontan. Also ich habe schon ziemlich gut kalkuliert. Deshalb bin ich davon ausgegangen, dass ich vielleicht einen Teil selbst tragen muss. Aber das Kickstarter ist ja über das Ziel hinausgeschossen. Man hat die kompletten Druckkosten abgedeckt. Und dann hatte ich trotzdem noch was übrig. Das habe ich dann aber nicht benutzt, um mich weiter zu bezahlen oder um meine Leute zu bezahlen. Die bezahle ich immer noch aus der eigenen Tasche. Sondern ich habe das Geld benutzt, um noch mehr Seiten zu machen. Ich habe für die Zusatzkapitel 3 Zeichner mir geholt und die dann auch bezahlt. Und die haben mir dann Zusatzkapitel gemacht. Das heißt, das Kickstarter habe ich dann genutzt, um einfach nochmal auch mehr Content zu machen. Und das kam auch ziemlich gut an. Also die Leute freuen sich über die Zusatzkapitel. Ich habe mehr Making-of-Seiten gemacht, also ich habe wirklich das Geld nur benutzt, um das Buch hochwertiger zu machen und mehr Seiten zu machen. Also ich habe das Ding ursprünglich auf, ich glaube, 88 Seiten habe ich es angekündigt und mittlerweile hat es 100 Seiten und 3 Kurzgeschichten von 3 anderen Gastzeichnern mit jeweils 6 Seiten. Es ist also schon einiges an Material mehr, aber das ist halt dann nur möglich gewesen, weil das Kickstarter auf über 300% hochgegangen ist. Jetzt sollten wir natürlich einen fatalen Fehler nicht begehen. Wir sollten jetzt nach den ganzen Minuten nochmal erwähnen, wie das Projekt eigentlich heißt, von dem wir sprechen. Denn diesen Fehler wollen wir... Ich glaube, ich habe am Anfang gesagt, dass ich Zinnober gemacht habe. Aber jetzt sage ich es dann halt. Also das Projekt heißt Zinnober.
Vielleicht magst du uns mal ein bisschen inhaltlich vorstellen, worum es geht und vor allem auch, wer die geilen Cover gemacht hat. Genau, also Zinnober ist quasi Drachenapokalypse hat stattgefunden. Also Drachen haben quasi den Menschen an der Spitze der Nahrungskette ganz plötzlich verdrängt. Und Claire, die Protagonistin, ist halt in dieser Welt aufgewachsen, wo Drachen einfach die dominante Spezies sind und Menschen einfach nur noch ums Überleben kämpfen. Und die trifft dann in den ersten Geschichten, also in den ersten Heften, auf einen jungen Mann. Und dieser junge Mann hat ein paar Ideen, wie man die Drachen doch besiegen könnte. Und weil Claire vor 20 Jahren, also als die erste Dracheninvasion stattgefunden hat, ihre Eltern durch Drachen verloren hat, also die hatten einen ziemlich persönlichen Konflikt mit Drachen, springt die sofort auf diese Ideen an und versucht, diese Ideen umzusetzen. Und das bringt sie auf einen Pfad, der nicht nur sie selbst in Gefahr bringt, sondern auch Leute um sie herum und auch teilweise sie vor moralische Entscheidungen stellt, wo man dann sich fragt, wird die wirklich so weit gehen, um diese Rache umzusetzen, die sie verfolgt? Und das ist halt die Story, worum es in Zinnober geht. Also es ist zwar ein Drachen-Setting, es gibt Drachen, die Leute freuen sich auch immer, dass es Drachen sind. Das ist so quasi das, was die Leute anlockt. Aber im Grunde ist es eine Charakterstory, eine Rache-Story, die mit Drachen halt spielt. Es könnte auch theoretisch mit Zombies klappen oder mit Riesen, habe ich auch mal überlegt. Aber ich habe Drachen genommen, weil ich Lust auf Drachen habe, weil Drachen mal ein bisschen was anderes sind. Und es ist halt viel Action und auf 7 US-Hefte ausgelegt gewesen. Und in 2 Büchern, in 2 deutschen Büchern wird es losgehen. Du hast es schon angesprochen, es sind also US-Hefte, du veröffentlichst also auch in den Staaten. Mit wem arbeitet ihr da zusammen und wie kam es dazu? Ach so, ja genau, ich sollte ja auch noch erwähnen, von wem die Covers sind. Also das erste Cover ist von mir gemacht worden, aber das zweite Cover, das Variant-Cover, hat der Nick Klein, der ja bei Image Comics einige Projekte macht, wie Drifter, Dancer oder jetzt aktuell bei Marvel Deadpool, das sind alles D-Titel, also irgendwie landet der immer bei Titeln mit D am Anfang. Mit dem bin ich befreundet und mit dem habe ich sehr guten Kontakt. Und ich habe ihn irgendwann mal spontan gefragt, hättest du nicht Lust, für mich ein Cover zu machen? Und er hat dann einfach so ja gesagt und dann hat er mir ein Cover gemacht. Das sieht wirklich endgeil aus. Und ich glaube, Zinnober hat einen Großteil seines Erfolges auch dem Cover zu verdanken, das Nick gemacht hat. Und zum Freundschaftspreis? Dazu sage ich nichts. Also, ich will nicht, dass der Nick da irgendwie belästigt wird im Nachhinein, weil andere Leute dann auch was von ihm wollen. Aber er hat es für mich als Freund gemacht. Ne, das kann ich sagen. Und dafür bin ich mir auch unendlich dankbar. Ich war echt zu Tränen gerührt, als er mir das in die Hand gedrückt hat. Und das zweite Cover habe ich dann mit Nick Chapuis gemacht. Also da habe ich das Lineart gemacht. Der Nick Chapuis hat das koloriert. Der Nick Chapuis ist ein deutscher Kolorist und Painter, der auch in den USA Sachen veröffentlicht. Der macht gerade amerikanischen Kickstarter, sehr erfolgreich gelaufen. Robots and Princesses. Also es ist genau das, wonach es sich anhört. Roboter gegen Prinzessin. Ist ziemlich witzig und ist halt einfach so eine Fun-Story. Der hat mir das koloriert und der hat auch das Cover für das zweite deutsche Buch koloriert. Da habe ich mich riesig gefreut. Die Sarah Burini hat für meinen Kickstarter eine Illustration dazu gemacht. Der Tommy von Plem Plem, der den Changer macht, hat für mich eine Illustration gemacht. Und der Gabriel Ibarra, ich kann seinen Nachnamen nicht aussprechen, ist ein Zeichner aus Chile, den kannte ich von dem US-Verlag, bei dem ich bin. Der hat für mich auch einen Print gemacht. Also ich habe ziemlich viele Künstler gefunden, die mich unterstützt haben und die ein bisschen was dazu beigetragen haben. Da habe ich mich riesig gefreut. Der Jano zum Beispiel von Dani Books, der hat mir sehr viele Tipps gegeben, was den Druck angeht. Der hat mir zum Beispiel die Druckerei empfohlen, bei der ich gedruckt habe. Der Henning Mertens von Blam Blam, der den Mr. Kill macht, hat so im ersten Heft so ein bisschen Probe gelesen und uns ein bisschen Feedback gegeben. Dem haben wir es zu verdanken, dass quasi das erste Heft nochmal 4 Zusatzseiten bekommen hat. Also der hat auch Einfluss genommen. Ich, also
ziemlich viele Leute, die irgendwie mit ihre Finger in meinem Spiel hatten und mich da mitgeprägt haben. Also es sind ziemlich viele Namen von ziemlich vielen Ecken. Weil du eben auch ganz gut vernetzt bist, das ist so mein Eindruck, den man hat, wenn man dir so ein bisschen folgt, deine Arbeit, deinen Kommentaren, du auf zum Beispiel auf Facebook von dir gibst. Du bist da sehr aktiv, bist da sehr involviert, auch in die Comic-Szene und scheinst da nicht nur viele Leute zu kennen, sondern dir eben auch eine Gedanken, also wirklich Gedanken, sag ich mal, so ein bisschen fernab des Alltags, sondern vielleicht auch so ein bisschen perspektivisch zu denken und vor allem eben auch reflektiert an dich selbst vor allem zu gehen und eben auch an ja, die, ich sag mal, Indie-Szene und die deutschsprachige Comic-Szene. Mal so, vielleicht auch mal so ein bisschen out of the box. Wie ist denn so dein Eindruck von dieser Szene, von der wir jetzt schon viele Vertreter im Interview hatten? Ist die sehr harmonisch? Ist die total zerstritten? Oder sind das alles coole Dudes und Dudins? Also es gibt schon Drama-Queens. Also ich kriege schon Sachen mit von anderen. Aber für mich ist Comics einfach etwas, was ich seit... Ich habe mit 13 mit Comics angefangen, habe nie aufgehört. Und ich habe einfach mich in dem Sinne einfach mal schon immer mit anderen Künstlern immer angefreut. Ich meine, wenn jemand die gleichen Interessen hat, dann ist man sehr schnell auf einer Wellenlänge. Und ich glaube, der Grund, warum ich diese Dramasachen, die es gibt, tatsächlich in der Comic-Szene nicht so mitbekommen ist. Ich meine, manchmal habe ich schon was mitbekommen. Manchmal war ich auch selbst Teil von ein paar Dramasachen, aber das gehört immer dazu. Aber so richtig die großen Ketzereien, da bekomme ich nichts mit, weil einfach die Priorität bei mir ist, dass gute Comics gemacht werden. Ne? Also mir geht es nicht darum, irgendwie mich zu vermarkten. Es geht auch nicht darum, meine Comics zu vermarkten. Es geht mir darum, gute Comics zu machen. Das ist ein kleiner Unterschied. Entweder macht man gute Comics oder man vermarktet Comics gut. Wenn man Comics gut vermarktet, dann sind die häufig nicht so gut. Das erkennt man auch an vielen an der Verlagspolitik von einigen Verlagen, dass da die Priorität eher die Verkaufsseite ist und weniger die Qualitätsseite. Und ich glaube, da bin ich eher in der deutschen Indie-Szene anders veranlagt, dass ich eher sage, ich will wirklich gute Geschichten erzählen und ich will auch nicht mein Produkt als etwas anderes verkaufen. Es gibt ja diese Graphic Novel Seite, wo Leute versuchen, literarisch hochwertige Eindrücke zu vermitteln, wo man versucht, es als etwas zu verkaufen, was es am Ende nicht ist. Am Ende machen wir alle Comics, aber es gibt zu viele Leute, die versuchen, was anderes als Comics zu machen und schaffen es aber nicht. Und vielleicht hebe ich mich dadurch ein bisschen ab, dass ich einfach nur versuche, Comics zu machen. Und ich kenne halt viele, die das auch so machen. Wir neben uns sitzt die Genji, die versucht auch einfach nur tolle Comics zu machen. Und wir nehmen an, die Caro, die links von mir sitzt, die macht auch einfach nur tolle Comics. Und also es gibt enorm viel Potenzial in Deutschland, was aber durch viele Probleme, die wir haben, nicht ganz durchschimmert. Und weil mir das aber so am Herzen liegt, mache ich mir Gedanken, was man daran verbessern kann. Und ein Schritt war halt dieser Indie-Guide. Es ist ein Guide, den ich jetzt für die aktuelle Comic-Con, auf der wir uns befinden, gemacht habe. Und es ist ein kleines Booklet. Das ist ja eigentlich schon kein Booklet mehr. Es ist schon ein Buch mit 91 Seiten, das ich gemacht habe mit den Künstlern, die hier auf der Messe sind. Also das ist ein Guide, bei dem jeder, der mit einem Comic auf der Messe erscheint, mir eine Leseprobe von 2 Seiten schicken konnte. Und dann habe ich das in der PDF verarbeitet und den Namen drüber geschrieben. Und dann haben wir von der Messe, in Zusammenarbeit mit der Messe, eine Messekarte bekommen, wo wir dann von jedem Künstler die Standnummer auch bekommen haben, wo die später am Stand sind. Und dann habe ich einfach so eine Übersicht gemacht, so ein Book, so eine PDF, so eine Übersicht, wo jeder sich die Comics auf der Messe, die auf der Messe sind, angucken kann, anlesen kann und dann weiß, wo er oder sie zu finden sind auf der Messe. Das heißt, man hat so einen kleinen Überblick über die deutsche Comic-Szene bekommen, was es bis jetzt so in der Form, glaube ich, noch nicht gegeben hat. Es gibt zum Beispiel in Erlangen, da gab es sowas Ähnliches in digitaler Form bei MyComics, glaube ich. Aber da hat kaum einer mitgemacht. Aber weil ich selbst die Künstler angesprochen habe, ich glaube,
locker die Hälfte habe ich selber angesprochen. Über Twitter, über Facebook, über sonst welche Plattformen habe ich die angesprochen. Und dadurch, dass ich das so ein bisschen angestachelt habe und immer nachgebohrt habe, hat es geklappt. Und wir haben ein Buch von über 91 Seiten zusammenbekommen. Und die Messe hat einen Sponsor gefunden und die hat das dann ausgedruckt. Und dann haben wir ein ziemlich beeindruckendes Buch zusammenbekommen. Wirklich sehr beeindruckend. Ich glaube, die Resonanz darauf ist auch sehr, sehr positiv, eben aus genau den von dir genannten Gründen. Es hat fast so ein bisschen was von einem Leseproben, von der Leseproben-Anthologie ja fast schon. Also ganz toll und wäre cool, wenn wir das in den nächsten Jahren häufiger auch auf anderen Veranstaltungen sehen. Gerne auch wieder unter deiner Hand. Würde mich freuen. Leider bin ich nicht auf anderen Veranstaltungen, da ich halt primär Comics mache. Ich habe nämlich durch meinen US-Verlag einen monatlichen Erscheinungsrhythmus. Und jeden Monat ein Heft zusammenzubekommen, erfordert viel Zeit. Und vor allem, wenn man nebenher noch einen Tagesjob hat. Also es ist ja nicht so, dass ich vom Comics machen lebe. Und da habe ich mich aufgrund dessen, dass ich die Comic-Con Germany, also die in Stuttgart, sehr mag und sehr sympathisch finde, habe ich halt mich letztes Jahr schon entschieden, hier hinzukommen. Und letztes Jahr hatte ich das Problem, dass ich sehr schwer die Comics auf den Messen gefunden habe. Und deshalb dachte ich, sowas brauchen wir mal. Ja, und dann haben wir eben ja auch festgestellt, also hast du ja schon erwähnt, du hast eben also auch einen US-Publisher, also einen Verlag, der dir hilft und beziehungsweise, ich glaube, für den du irgendwie das auch vor allem exklusiv machst. Ich blick da nicht so ganz durch, aber auf jeden Fall ist es ein Verlag, den man kennen kann. Wie heißt der denn? Was ist das und wie kam es dazu? Scout Comics. Das ist ein relativ junger Verlag noch. Ich glaube, der ist erst 3 oder 4 Jahre alt. Der ist in den USA. Ist noch keiner der ganz Großen, aber ist schon in der wird langsam bekannt Riege. Er zeichnet sich dadurch aus, dass die nicht viele Projekte machen, aber die sie machen, sehen schon sehr gut aus. Sie machen etwas qualitativ, also sie benutzen etwas besseres Papier, etwas besseren Druck als sogar die großen Verlage. Also wenn du ein Scout-Heft hast, das hat oft eine bessere Druckqualität als ein Marvel oder DC-Heft. Und das hat mich auch überzeugt. Kannst gerne mal durchblättern und ich halte für dich das sehr Mikro. Gut. So läuft das. Also, das ist ein einwandfreier Druck, den die haben. Und das hat mich schon überzeugt. Die Titel, die sie haben, sind schon sehr ansprechend. Sie haben ein paar wirklich gute Titel. Da hat selbst Thorsten, mein Co-Autor, der ja sehr kritisch ist, hat sich ja auch ein paar bestellt. Und selbst der war von einigen der Titel überzeugt. Das war schon, die haben halt hohe Ansprüche, was die Qualität angeht. Und ich dachte mir, ja, bei dem pitche ich das mal. Mir fällt sofort auf, dass der nicht voller Werbung ist, im Gegensatz zu vielen anderen Comics, die man so aus den Staaten in der Hand halten kann. Ja, nimm dir mal Heft 1 in die Hand. Das hat, glaube ich, nur eine Werbeseite. Weil ich halt so viele Seiten gezeichnet habe. Heft 1 hat Überlänge mit 27 Seiten und da war nur noch Platz für eine Werbeseite. Es hängt natürlich, die machen die Werbung natürlich dann in der Menge ab, wie viel Platz übrig ich lasse oder die Zeichner übrig lassen. Also wenn ich mehr Seiten brauche, nehme ich die und dementsprechend machen die dann auch weniger Werbung. Also das ist eher der Grund. Aber ja, die machen generell auch weniger Werbung als die größeren Verlage. Wie kam es zur Zusammenarbeit? Ja, ich habe einfach, als ich einen Verlag gesucht habe, ich hatte ja schon mal was bei einem US-Verlag veröffentlicht, habe ich mich einfach weiter informiert, welche Verlage es aktuell gibt und welche in mein Konzept passen. Oder beziehungsweise welche Verlage halt Sachen veröffentlichen, die dementsprechend, was ich mache. Das ist ja immer so die Grundvoraussetzung bei der Verlagssuche, dass man passende Verlage suchen muss. Und da war Scout dann einfach bei meiner Recherche irgendwann mal aufgetaucht. Etwas spät, weil so ganz bekannt sind die in den USA dann doch wieder nicht. Aber die erscheinen halt monatlich mit 4, 5 Titeln, die durchweg eine ganz gute Qualität haben. Und dann habe ich einfach bei denen gepitcht und die waren sofort haushoch begeistert. Das war, lieber auf den ersten Blick. Die haben meinen Comic gesehen und gar nicht lange geheizt. Die haben mir quasi 2, 3 Tage, nachdem ich bei denen gepitcht habe, direkt geantwortet und mir quasi schon Vertrag mit angehängt. Weil dann auch langsam schon bei mir der Gedanke aufkam, eine deutsche Veröffentlichung zu machen, habe ich dann den Vertrag, also normalerweise wollten die kompletten Rechte haben international,
Aber weil mir die deutsche Comic-Szene so am Herzen liegt und ich mein Projekt in Deutschland so veröffentlichen will, wie ich das will, habe ich denen ganz klar gesagt, sollen die zumindest die deutschen Rechte rausnehmen. Und das haben die ohne zu zögern gemacht. Also das war gar keine Verhandlung, das war einfach nur eine Sache, die ich angefragt hatte. Und das war ruckzuck am nächsten Tag geklärt. Habe ich mir den Vertrag nochmal genauer angeguckt, ne, was man halt bei Verträgen macht. Aber da war nichts, was mich gestört hat. Scout hebt sich dadurch ein bisschen hervor, dass die auch schon Filmdienst machen. Die haben für einige ihrer Titel schon Filmdienst gemacht. Ich glaube, 4 Stück haben die schon zusammenbekommen. Aber da, weil es halt noch relativ neu ist, ist das alles noch nicht so öffentlich bekannt. Und da haben die, nehmen die sich im Vertrag die Rechte, dass sie die Verhandlung führen für die Filmdeals. Aber es scheint ja zu funktionieren und dafür kriegen die ein paar Prozent, aber das stört mich nicht. Ich rechne jetzt nicht damit, dass ich einen Filmdeal bekomme, aber das hebt die ein bisschen hervor von anderen Verlagen. Da gab es auch Verlage, die haben ganz andere Politiken. Also Dark Horse hatte lange Zeit die Politik, dass Dark Horse komplett die Filmrechte bekommt. Also ältere Independent Comics bei Dark Horse, da hatten die Owner nie wirklich die Filmrechte. Und Scout nimmt sich nur die Verhandlungsrechte und ein paar Prozente. Deswegen war das auch für mich nie wirklich jetzt etwas, worauf ich gucken musste. Aber das hebt die halt hervor, wenn man sich den Vertrag anguckt. Und ja, das war relativ schnell und dann war da nicht viel zu machen. Wer vielleicht noch ein paar mehr Details zu dir und deiner Arbeit hören möchte, da würde ich jetzt ganz einfach mal den Interview-Podcast empfehlen, den du mit den Kollegen von Comic Review hattest. Das war auch ein ganz tolles Gespräch, das du mit denen geführt hast. Genau. Da kann ich an der Stelle auf jeden Fall empfehlen, hört da mal rein. Vielleicht zum Schluss noch mal kurz jetzt, du hattest gemeint, dass deine Kickstarter-Kampagne gut vorbereitet war. Und genau aus dem Grund ist es so, dass auch schon die zweite Kampagne jetzt langsam in der Vorbereitung steht. Genau. Die haben wir schon vorherliegen. Wann kommt sie auf uns zu? Was erwartet uns? Am 15. September. Was uns erwartet? Oh, auf jeden Fall werde ich mich wieder darum kümmern, dass viele Leute, die gerne Reviews schreiben, vorab schon Leseproben geben. Das habe ich ja beim letzten Mal gemacht. Ich habe mich darum gekümmert, dass Leute vorab schon reingucken konnten und darüber auch schreiben konnten. Das will ich auf jeden Fall wieder machen. Das machen irgendwie total wenig, verstehe ich gar nicht warum, weil es gehört einfach dazu. Was ich geplant habe, es wird viele, viele, viele Pakete geben. Ich habe letztes Mal nicht festgestellt, dass die Leute gerne Pakete nehmen, wo dann, also dadurch, dass man mehr nimmt, ein bisschen Rabatt gibt. Also wenn man alle Prints nimmt plus das Buch, wird es ein bisschen Rabatt geben, weil es ein Paket ist. Und das kam sehr gut an. Und es wird halt auch ein Paket geben, wo man Band 1 bekommt und Band 2. Es wird ein Paket geben, wo man Band 1 bekommt, Band 2 und dann die Prints. Es wird ein Paket geben, wo es noch mehr, also es wird neue Prints geben. Damit wird es ein Paket geben. Also es wird viele Pakete geben, wo dann jeder eine Auswahl bekommt. Und ich werde es so umgestalten, dass jeder sich auch was Selbstpaket zusammenstellen kann und sich rauspicken kann, was einem gefällt. Ich überlege noch ein paar Extras zu machen, Merchandise-Sachen. Da habe ich mich ja beim ersten Kickstarter zurückgehalten, weil es bringt nichts, Merchandise für ein Produkt zu machen, was noch keiner kennt. Jetzt kennen aber ein paar Leute Zinnober, deswegen kann ich mich jetzt auch über Gedanken über Merchandise machen und deswegen wird es da in der Richtung auch ein bisschen was geben. Ich habe auch noch ein paar andere Promo-Aktien, über die ich aber noch nicht reden kann. Es gab letzte Woche das erste Gewinnspiel, wo man ein paar Ausgaben gewinnen konnte, aber das war in den USA only. Für den deutschen Markt werde ich mir wahrscheinlich auch was in der Richtung überlegen. Also es sind noch ein paar Sachen geplant, aber halt noch nicht viele Sachen, über die ich jetzt reden kann, weil die noch nicht feststehen. Ich mache ungern Versprechen, die ich nicht einhalten kann. Deshalb habe ich mich auch lange zurückgehalten, das Buch jetzt mit auf die Messe zu nehmen, wo ich es jetzt hier habe, weil die Auslieferung und der Druck halt sehr knapp waren. Ich habe das Buch quasi erst am Montag bekommen und da wollte ich nicht vorab schon zu sagen, ey Leute, ich bin auf der Messe und habe das Buch dabei. Und ich habe es erst angekündigt, nachdem ich das Buch hatte. Und dementsprechend halte ich das auch jetzt so. Ich kündige nur Sachen an, die wirklich feststehen. Ralf, vielen, vielen Dank für deine Zeit und die ausführlichen Ausführungen. Das ist immer sehr interessant, wie ich finde, da mal zu hören, wie das bei den Leuten so läuft. Ich wünsche noch ganz, ganz viel Erfolg, vor allem jetzt auch bei der neuen Kampagne, die da ansteht. Und würde mich freuen, wenn es nach Zinnober noch viele weitere Sachen von dir gibt. Es sind viele Sachen noch geplant. Also
Zinnober ist mit 7 Heften abgeschlossen, also mit Band 2, mit dem nächsten Kickstarter wird Zinnober abgeschlossen sein. Und ich arbeite tatsächlich schon an 2 neuen Projekten fürs nächste Jahr, also daran wird es nicht mangeln. Alles klar, danke dir, ciao. Ja, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Also hat mich echt gefreut, dass du hier warst. Tschö. Ciao. Wisst ihr noch früher in der Schule, als wir da rumgesessen haben und der Unterricht uns gelangweilt hat? Also ich persönlich habe da das ein oder andere an den Rand des Hefts gekritzelt. Und ich habe jemanden neben mir sitzen, der macht das inzwischen professionell. Sieht verdammt gut aus und es erinnert mich wirklich an einiges, was ich so in der Schulzeit auch gesehen habe. Hallo, ich bin der Andi, wer bist du? Ich bin André Lux, der Zeichner von Egon Forever. Egon Forever. Ich habe es gerade so vernuschelt. Achso, ich dachte, man muss das so langsam aussprechen. Weil ja, eigentlich schon. Nee, ich bin so. Das Schöne ist ja, wir sind in Stuttgart. Das bedeutet, ich kann hier Dialekt sprechen und keiner macht mich dafür fertig. Mhm. Aber ich muss natürlich jetzt auch aufpassen, wenn das hier dokumentiert wird, dass ich mich etwas anstrenge. Alles klar. Okay. Vielen Dank. Was mache ich jetzt? Also Egon Forever, ich meine, erstmal muss ich meine komische Anmoderation erklären, denn für dich, glaube ich, typisch, du zeichnest Egon Forever auf karierte Papier, ist das richtig? Ja, genau. Ich brilliere ja jetzt nicht unbedingt durch zeichnerische Superkünste und deswegen brauche ich halt irgendwie so ein paar Merkmale, damit man es halt erkennt, damit es irgendwie klar ist. Aha, das ist hier André Lux, was der da macht. Und deswegen habe ich eben die Karo-Muster behalten. Also auf irgendwas musste ich das auch irgendwann mal zeichnen. Und wie du gerade gesagt hast, das Wiedererkennungsmerkmal sind immer Karo-Muster, Unterricht, Mathe. Es ist langweilig, ich zeichne irgendwas. Und am Ende landet es dann bei manchen Leuten irgendwann im Archiv oder im Mülleimer. Und ich habe es immer aufgehoben und mache es halt jetzt immer noch, nach vielen, vielen Jahren. Ich habe hier gerade eins von mindestens 2 Büchern in der Hand, der Hardcover, die es gibt. Ja. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, vielleicht erstmal, wie du quasi veröffentlicht, weil das sieht jetzt aus wie eingescannte Zeichnung von dir, ist das richtig? Ganz genau, das sind alles Originalzeichnungen von mir. Ich zeichne auch nie was doppelt. Ich zeichne es einmal und wenn Fehler drin sind, dann, verwende ich halt Edding. Also es wird nichts nochmal gemacht, außer es ist wirklich komplett in die Hose gegangen, aber das ist vielleicht 2-mal passiert. Oder wenn ich ein Panel oder sowas nochmal neu machen muss, dann kann es sein, ich schneide einfach eins aus und klebe mir Tesa das andere dann nach. Weil ich irgendwie, so hat man es ja früher auch gemacht. Man hat ja früher keine Mittel gehabt. Nicht wie Fanzines früher. Ja, genau, wie ein Fanzine oder wie eben, wenn du im Unterricht gesessen bist, du hast mit dem arbeiten, mit deinem Brittstift arbeiten müssen und mit deinem Schlampermäppchen, was da halt drin war. Und das war's. Du konntest ja jetzt nicht einfach während dem Unterricht schnell neues Papier kaufen oder neue Stifte oder sowas. Musstest das, was da halt lag. Und so ist meine Grundidee. Einfach so reduziert. Ich komme einfach aus dem Punkrock-Bereich, würde ich mal sagen. Und das hat mich einfach geprägt. So, do it yourself. Das sind jetzt immer abgeschlossene, einzelne, für sich stehende Cartoons, richtig? In dem Fall ja. Also du hast jetzt gerade dein Egon Forever Cartoon-Buch auf dem Schoß. Und das ist meine erste Hardcover-Veröffentlichung, wo so eine Sammlung drin ist mit lauter einzelnen Cartoons, die alle so ein bisschen auf Pointe geschrieben sind. Also mittlerweile veröffentliche ich ja auch in so Magazinen, die das gerne machen, die gerne auf einer Seite halt mal einen Cartoon drin haben, unter anderem ja auch für die Titanic. Und das ist so meine Methode, einfach einen Gag zu transportieren. Und das ist süß, ja, also sind halt einfach gezeichnete Witze. Mhm. Die auch, glaube ich, so, also ich habe noch nicht so viel davon gelesen, aber mir gefällt's. Ist Egon dein Hauptcharakter? Nee, also das war mal so. Also Egon ist für mich jetzt einfach das rohe Strichmännchen, das nichts hat, das keine Haare hat, das keinen Bart hat und keine anderen Merkmale. Einfach nur das. Und das verwende ich schon ab und zu mal als wiederkehrenden Charakter. Es gibt den Egon und es gibt einen Kumpel von ihm. Und die haben dann immer so einen Dialogmoment. Aber ansonsten steht Egon Forever eher für die Produktionsplattform für mich. Weil ich habe noch 2 Magazine gemacht, so 2 dünnere, die heißen Barbarcolor. Und ich will die trotzdem unter diesem Namen weiterführen, weil sonst ist es einfach nur irritierend. Und deswegen steht Egon Forever jetzt einfach nur für Zeichnungen von André Lux, würde ich mal sagen. Mhm. Was sind denn so deine Themen? Ich habe ja ganz verschiedene Sachen aus dem Alltag gegriffen. Das ist ja auch einfach ein enormes Material, einfach eine Menge, die sich da jetzt im Laufe der Jahre auch angesammelt hat. Kann man sagen, du hast sowas für Themen? Sind es auch politische Sachen oder gibt es Sachen, die du eher meidest? Absolut. Nee, ich zeichne über alles, worauf ich irgendwie Bock habe oder was mich gerade beschäftigt. Also es ist so ein bisschen ein Tagebuch. Es sind sozialkritische Sachen dabei, es sind sehr persönliche Sachen dabei. Es geht, in der heutigen Zeit kommst du ja um politische Themen gar nicht drum rum.
ich arbeite an einer Ganztagesgrundschule, ich kriege da viel Input so, und das versuche ich natürlich auch irgendwie zu verarbeiten, wenn es funktioniert in meinem Universum. Das merkt man dann schon. Also wer mich persönlich kennt, der weiß schon ganz genau, wo ich jetzt gerade in diesem Moment wahrscheinlich diese Idee her hatte oder wie ich drauf gekommen bin. Du hast jetzt schon die Titanic angesprochen, in der du wohl veröffentlicht. Wo gibt es denn noch Sachen von dir zu lesen? Es gibt das Ox, das ist so ein Punk- und Hardcore-Magazin. Es gab die Intro, die hat jetzt leider dicht gemacht, so, da war ich regelmäßig drin. Im Eulenspiegel ist so 3-4 Mal im Jahr noch was drin. Ich war jetzt in einem War-Comic von Blam Blam war ich drin. Also durch diese Comic-Conventions, auf die ich jetzt regelmäßig auch immer gehe, lerne ich dann halt auch wieder diese Leute kennen. Und die machen ja dann auch gerne mal ein Fanzine oder kleine Veröffentlichungen. Und die fragen mich dann auch mal, ob ich was machen möchte. Und dann kommt da auch was zustande. Aber regelmäßig war es bis jetzt halt immer die Intro. Und halt eben, wie gesagt, die Titanic war es jetzt auch schon ein paar Mal. Und was war Metal.de habe ich jetzt. Wir haben schön kooperiert, weil ich so ein bisschen halt eben diesen Popkultur- und Musikhintergrund habe, haben die mich halt gefragt und dann haben wir jetzt irgendwie ein Special gemacht über Festivals oder so. Ich halte jetzt, wie gesagt, diesen Hardcover in der Hand, erschienen beim Ventil Verlag, ISBN-Nummer. Wie kam es da zur Zusammenarbeit, dass ihr das gemacht habt? Boah, das ist total schwer zu erklären. Also zwei Freunde von mir, mit denen war ich regelmäßig auf Lesetour. Ich mache manchmal Lesungen mit meinen Comics. Da habe ich dann so PowerPoint-Präsentationen und decke die so Panel auf Panel auf und liest das so vor. Also es ist dann so eine Art Stand-Up-Comedy. Und die anderen beiden Jungs, die haben vor 2 Jahren, also als das Buch auch rauskam, haben die selber ein Buch veröffentlicht bei dem Verlag und haben dann einfach nur gemeint, hey, wir haben die nur angeschrieben und haben so getan, als wenn da schon mal was besprochen worden ist. So, naja, okay, wir machen ja ein Buch zusammen. Und dann konnten die gar nicht mehr richtig Nein sagen. Und dann macht es doch auch so. Und dann wurde gleichzeitig, wie gesagt, ein Cartoon, mein allererster in der Titanic, veröffentlicht. Und ein Redakteur von einer anderen Zeitung hat die angeschrieben und gefragt, ob die nicht mal was mit mir machen wollen. Und ich glaube, dann hat es die so sehr verwirrt, dass die einfach gedacht haben, ah ja, krass, stimmt, ja, wir haben ja schon mit dem gelabert. So. Und dann kam das einfach so zustande. Es war absoluter Zufall. Geschichten, die das Leben schreibt. Also ja, es ist halt mega schräg, wenn du halt irgendwann die E-Mail aufmachst und denkst, ah ja, okay, dann habe ich jetzt bald ein Hardcover-Buch. Wie geil ist eigentlich das? So. Nice. Das ist schön verarbeitet. Das ist, wie heißt das dann? Waagerecht ist das dann. Das ist waagerecht, wegen der Waage. Oder horizontal, ja, wegen dem Horizont. Ja. Super cool. Vielleicht noch ein paar Worte zur Con selbst. Wie läuft die für dich? Wie interessant ist es für dich, hier zu sein? Die Comic-Con läuft noch besser als letztes Jahr und letztes Jahr war es schon so gut, dass ich sehr erstaunt darüber war. Ich finde die Leute hier super, ich finde die Stimmung hier einfach geil, ich finde, es macht einfach unglaublich viel Spaß. Also im Gegensatz zu der Subkultur, aus der ich komme, ne, Musik, wo jeder irgendwie nur performen will und jeder der Geilste sein will und sowas, hier ist das so egal. Du hast hier dieses ganze, diese Cosplayer-Kultur, du hast auch Sachen, die ich natürlich noch gar nicht kannte. Ich finde vor allem die Con hier sehr gut organisiert, zumindest für mich. Das muss dann jeder für sich selber beurteilen. So. Aber ich finde es toll. Und es wird sich um einen gekümmert und so. Und was ich halt dieses Jahr festgestellt habe, wie viele Leute ich jetzt schon kennengelernt habe. Aus der Szene, sage ich jetzt mal. Wie viele verschiedene Leute, die ganz verschiedenes Zeug machen. Die irgendwelche Cutie-Hamsters zeichnen oder sonst was. Was wirklich mit meiner Lebenswelt nichts zu tun hat. Und trotzdem läuft man sich so über den Weg, macht ein bisschen Quitschi-Quatschi, tauscht seinen Kram aus und am Ende sind beide happy. So. Das ist doch total cool. Ja, es gibt doch nicht dieses Konkurrenzdenken im Klassenzimmer, sondern eher so doch miteinander einfach. Absolut. Und jetzt habe ich heute mein erstes Fanart gekriegt hier von Maiskörnchen und so. Also sowas freut mich halt mega, weil sowas kannte ich bisher noch nicht. Also so, ich kenne nur auf die Brust klopfen und schreien, hier ist der Geilste und hier zieh dir meinen Kack rein, alles andere ist Dreck. Sondern hier ist es halt auch einfach irgendwie, zeig mal, was du drauf, oder zeig mir mal, was du machst. Aha, interessant. Ah, ich zeig dir mal, was ich mache. Und dann geht man wieder so auseinander. Und dann sitzt man irgendwie zu Hause hin, hat einen mega Stapel irgendwelchen Kram von unabhängigen Künstlern, das muss man ja auch nochmal sagen, hier sind so viele Independent-Künstler, Leute, die einfach nebenher arbeiten, aber halt hier ihr Hobby ausleben, das ist einfach cool. Nice! André, ich danke dir vielmals für deine Zeit und dass du heute mit uns ein bisschen über deine Arbeit gesprochen hast. Ich wünsche dir noch viel Erfolg und hoffe noch viel mehr von dir zu sehen und zu lesen. Ja, danke schön. Danke, dass ich dir die Fragen beantworten durfte. Tschüss!
Wir haben in Deutschland eine ganze Menge tolle Verlage. Und einer dieser ganz tollen Verlage ist der CrossCult Verlag, der wahnsinnig tolle Produkte im Portfolio hat, von denen ich schon ganz viel gelesen habe. Und ich finde, dass es auch jedes Jahr ein bisschen besser wird. Und zum Glück habe ich hier jemanden neben mir sitzen, der sich da ziemlich gut auskennt, weil sie für den Verlag arbeitet. Hallo, ich bin der Andi. Wer bist du? Hi, ich bin die Nele, ich bin die Pressedame und auch zuständig für das Marketing bei CrossCult. Ich habe gehört, du hast bei jemandem gelernt, bei dem ich vor kurzem auch ein Interview geführt habe. Du warst wohl Volontärin oder Azubine beim Steffen Volkmar. Der Steffen, ja. Ich habe tatsächlich bei Panini angefangen, ja. Es war aber so, dass ich neben meinem Studium quasi als Aushilfe im Comicvertrieb gearbeitet habe und deswegen auch überhaupt an die Comics herangeführt wurde durch Alexander Bubenheimer, der mir auch sehr, sehr, sehr viel beigebracht hat. Steffen, mit dem bin ich ja noch sehr gut befreundet. Wir gehen ab und zu was essen. Er hat mir auch viele Sachen gezeigt, bevor ich jetzt hier auch bei CrossCult angefangen habe, damit ich schon mal vorbereitet bin. Tatsächlich, ohne die beiden wäre ich nicht so, wie ich heute bin. Ja, vor allem wäre ich nicht im Comic-Bereich. Die, eure beiden Verlage teilen sich ja unter anderem auch ein Katalog, der regelmäßig aus, diese Panini-Vorschau, das Panini-Vorschau, in der ihr auch vertreten seid. Ist das ein Ergebnis dieser Zusammenarbeit? Nee, das war vorher schon so der Fall. Also als ich angefangen habe, waren wir bereits in dem Katalog. Ich weiß nicht, wer damit angefangen hat, aber ich denke mal, diese Zusammenarbeit wird es auch weiterhin noch geben. Und darin interpretiere ich auch natürlich ein gewisses Miteinander, das sich da offensichtlich in der Verlagslandschaft etabliert hat. Klar, also ich finde es persönlich auch sehr, sehr wichtig, dass wir deutschen Verlage alle zusammenarbeiten. Man kennt sich untereinander. Die Beziehung zwischen CrossCult und Panini ist jetzt wegen mir noch mal ein bisschen enger geworden. Es ist zwar jetzt nicht so offensichtlich durch Kooperationen oder so, aber wir haben viel Kontakt, ja. Dadurch, dass wir auch noch eine Grafikagentur bei uns haben, um dir wahrscheinlich mal diese Frage vorwegzunehmen. CrossCult gehört mit Amigo Grafik zusammen. Die machen für uns das Lettering und auch die Grafik für ein paar Comics. Das sind ungefähr 5 Leute, so wie CrossCult auch aus 5 Leuten besteht. Und für Panini kümmern die sich auch um ein paar Sachen. Ich glaube, Star Wars ist dabei oder auch ein paar Kids-Magazine. Die Struktur, die du jetzt schon angesprochen hast, finde ich tatsächlich ganz interessant. Wenn man jetzt so über Verlage nachdenkt und auch so ein bisschen so nach seiner Blase herausspricht, dann habe ich immer gedacht, dass Verlage ja riesengroß aufgestellt sein müssen mit X-Redakteuren, Übersetzern. Natürlich sind da auch viele Freiberufler dabei. Und wenn man dann eben hört und wenn man zum Beispiel bei euch mal ins Impressum schaut, dass ihr quasi als CEO bei der Agentur dann geführt werdet, also quasi, man könnte sagen, nicht mal eine richtige eigene Adresse habt, dann bin ich wahnsinnig überrascht, wie euer Output ist und wie eben auch die Qualität ist von dem, was ihr abliefert und wie auch wirklich positiv herauszuheben auch die Pressearbeit zum Beispiel ist. Wie viel, 5 Leute seid ihr jetzt und ihr macht das alles allein oder wie seid ihr das aus? Gibt es da dann so einen Chef, der das alles macht oder seid ihr da so gleichberechtigt im Team? Wie funktioniert das? Wir haben 2 Geschäftsführer. Mhm. Der Andi, also Andreas Mergenthaler und Hardy Hellstern, die haben quasi die Oberhand über allem, was gerade da ist. Und dann kommt bei uns noch Thomas Schüller dazu, Vertriebler, Michael Schuster für Lizenzen und Verträge im Allgemeinen. Ich, Presse und Marketing und meine liebe Kollegin, die Lea Heidenreich für die Redaktion. Und wir teilen uns das eigentlich insgesamt. Der Andi und ich machen viel über Facebook, weil dadurch, dass ich auch noch die Messen organisiere, ist es gerade ein bisschen schwierig, alles auf einmal zu machen. Aber wenn irgendwo was brennt, was unbedingt fertig werden muss, arbeiten wir zusammen und dann klappt das alles super. Also bei uns sind alle gleichgestellt, es gibt keine wirklichen Hierarchien. Wir achten auch darauf, dass es bei den Praktikanten schon eine gewisse Hierarchie gibt, aber nicht so explizit ausgedrückt, damit die auch Freude daran haben, irgendwas mit uns zu machen und nicht die ganze Zeit nur diese Bimbo-Jobs bekommen. Ja, cool, also wenn alles Hand in Hand geht und das ist eben auch so ein bisschen, wenn so einen Einblick in alles bekommen kann. Auch wenn es für mich jetzt nicht so interessant sein kann, aber vielleicht für den einen oder anderen da draußen. Sucht ihr prinzipiell auch immer mal Praktikanten? Ja, bitte, bewerbt euch, bitte. Sehr gut. Ja, dann vielleicht mal so ein bisschen zum Portfolio. Soweit ich euer Portfolio das kenne, sind da ganz viele Lizenzen, auch internationale Lizenzen dabei, speziell eben auch Image als einer der größten Verlage. Von dem publiziert ihr in Deutschland sehr viel. Was sind denn so die bei euch am erfolgreichsten laufenden Serien? Am erfolgreichsten sind tatsächlich The Walking Dead. Und wie man jetzt hier auf der Comic-Con auch sieht, Avatar läuft unglaublich gut. Es gibt so viele Fans und wir freuen uns jedes Mal drüber, dass hier auch so viele Cosplayer rumlaufen.
Unsere Lieblinge sonst noch, die Alien-Sachen laufen natürlich auch super gut. Saga läuft immer. Was haben wir denn noch? Hellboy läuft super. Es gibt natürlich auch ein paar diesen Sachen, die sind sehr speziell. Wir haben jetzt im Manga-Bereich Parataxis ab 18. Ist ein bisschen heftig manchmal. Nameless, da hat ein Konkurrent, ein YouTuber gesagt, es ist totaler Brainfuck. Kann ich nur bestätigen, Nameless ist echt nichts für zarte Gemüter. Tsukuyomi, Steam Noir, halt von einem deutschen Künstler, aber dafür, dass es ein deutscher Künstler ist, läuft es eigentlich auch ziemlich gut. Also alles andere, natürlich ist es gerade schwierig mit der Comic-Situation allgemein hier in Deutschland. Die Comicblase platzt langsam. Wenn man keine Superhelden hat, ist es schwierig. Da kommt es eben auf die Pressearbeit an und auf die Kunden. Wenn man jetzt nicht sich menschlich zeigt und auf die Leute zugeht oder auch mit euch YouTubern, Podcastern redet, dann bringt uns das absolut nichts. Wir müssen mit euch zusammenarbeiten. Deswegen seid ihr uns auch sehr, sehr wichtig. Das ist sehr schön, das zu hören. Ich schleim jetzt ein bisschen, sorry. Nee, aber das ist schon sehr interessant, weil das tatsächlich Themen sind, die meine Kollegen und mich im regelmäßig eben auch beschäftigen. Ich habe vor allem jetzt in Erlangen zum Beispiel auch Gespräche geführt mit Kollegen, die jetzt im klassischen Journalismus unterwegs sind und durchaus zum Beispiel die Theorie aufgestellt, dass jetzt so ein Emo Bizarro zum Beispiel, der auf diesen ganz tollen Blog betreibt, wenn der eine Rezension macht, hätte das einen größeren Impact. Da sagen die mir, alles schön und gut, aber wenn jetzt im Feuilleton vom Spiegel oder Spiegel Online irgendeine tolle Rezension auftaucht von keine Ahnung was für einem Band, dann gehen die Verkaufszahlen von sowas von in die Höhe. Wie ist das von euch und von eurem Zielpublikum? Ist es so, dass das so unterzeichnet wird oder sind es wirklich so diese eher, ich sag mal, online getriebenen Blogger und Podcaster und YouTuber, die für euch interessant sind? Es liegt daran, wo man persönlich seine Schwerpunkte setzt. Also ich finde es jetzt gerade für die Jugend, um Neukunden zu gewinnen, wir müssen auf die Leute zugehen, die jetzt anfangen, Comics zu lesen oder Manga zu lesen. Das heißt, über YouTube läuft zurzeit so viel. Ohne YouTuber, ohne Podcaster könnten wir gar nicht so eine Reichweite aufbauen. Für die Normalverbraucher, die dann in den Spiegel schauen und. Das bringt sehr, sehr viel, aber das ist schon eine gewisse Altersklasse. Ich bin ein 16-jähriges Mädchen und ein 16-jähriger Junge, die werfen nicht unbedingt einen Blick in den Spiegel. Und vor allem, es läuft ja dann alles auch über Spiegel Online zum Beispiel. Es wäre auch wieder eine Online-Sache. Wir hatten jetzt letztens einen großen Artikel über Gang Ho, auch im Spiegel. Die Verkaufszahlen sind schon ein bisschen hochgegangen, das stimmt schon. Das Problem war aber, dass es dann auch schnell wieder abfällt. Die Leute haben sich das dann gekauft, die Leute, die es gelesen haben, haben das Geld, holen sich die Sachen, das war's dann. Aber die Popularität geht dadurch nicht hoch und wir wollen ja als Verlag auch präsent sein. Das ist das, was uns wichtig ist und dafür brauchen wir YouTuber, Podcaster, Influencer. Das ist sehr interessant, das mal so auch mal aus eurer Perspektive zu hören. Eine Sache, die du jetzt auch schon angeschnitten hattest, ist nämlich euer Manga-Programm. Ich mag Manga, muss aber gestehen, da jetzt noch nicht so den super Zugang zu haben. Ihr habt da jetzt offensichtlich auch das ist ja durchaus ein Sublabel oder was, mit einem anderen Logo. Wie kam es dazu und warum eigentlich ein anderes Logo? Sind da auch Comics? Das ist jetzt wieder eine Frage, Comics und Manga, darauf werde ich absolut nicht eingehen, weil das eine Frage ist, die super häufig diskutiert wird und da gibt es so viele unterschiedliche Meinungen und da möchte ich die Gemüter jetzt nicht spalten. Da werde ich mich zurückhalten und das mal schön meinem lieben Kollegen, dem Manga-Spezialisten Michael Schuster, überlassen. Wie das mit Manga Kalt kam, ist eine sehr, sehr gute Frage. Dadurch, dass eben diese Comicblase langsam platzt und du mit den Sachen, die du hast, nicht unbedingt mehr die gleichen Einkäufe hast wie früher, mussten wir uns was überlegen. Wir wollen Cross-Kalt weiter nach vorne bringen, wir wollen Manga Kalt ein bisschen populärer machen. Und dadurch, man hatte keine andere Wahl, als jetzt auch auf die Manga umzusteigen, um mehr Leute anzuziehen. Und Manga-Kalt läuft wirklich sehr, sehr gut. Es ist inzwischen ein sehr, sehr wichtiges Standbein für uns geworden. Wir versuchen auch diese Hardcover, die wir ja sowieso schon bei den Comics hatten, auch weiterzubringen. Und es klappt, es funktioniert wirklich. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass im Manga-Bereich diese Hardcover-Editionen auch so gefragt sind. Diese Sammler-Dinge sind unbeschreiblich. Also, ich finde es schön, dass es so gut läuft. Wir haben jetzt ein paar Sachen, die sind natürlich schwierig, wie Parataxis, wie ich gerade schon gesagt habe. Take on King Creed ist jetzt auch nicht unbedingt für jeden was. Es ist speziell, aber dann haben wir auch noch andere Dinge. Green Worlds, Aposims, Blame, Puhime. Das ist was für jeden Manga-Leser und
die werden auch sehr, sehr häufig mitgenommen. Bei den anderen Sachen muss man die Leute drauf bringen, aber dann sind sie total heiß drauf. Wenn man es erstmal einmal durchgelesen hat oder angefangen hat, dann funktioniert es. Du hattest jetzt im Vorgespräch gemeint, das Licensing ist jetzt nicht unbedingt dein Thema, aber vielleicht kannst du allgemein sagen, ihr kauft dir ja da auch im Manga-Bereich auch irgendwo die Lizenzen eben auch ein. Ist das ein anderer Umgang mit den Künstlern und den Verlagen, von denen es ursprünglich kommt, als es jetzt bei meinetwegen den US-Verlagen ist? Sehr. Wir haben, die Redaktion betont immer, dass die Japaner alles immer sehr, sehr schnell machen. Die Amerikaner lassen sich immer sehr, sehr viel Zeit. Wenn dann was, wir hatten jetzt zum Beispiel gerade das Problem mit Korra. Wir hätten gerne Korra mit auf die Messe genommen, den dritten Band. Dadurch, dass er in Amerika aber leider nach hinten gesetzt wurde und erst im September erscheint und wir den nicht vorher rausbringen dürfen, mussten wir den, obwohl er komplett fertig bei uns liegt, nochmal nach hinten setzen. Das heißt, wenn ihr irgendwas nicht pünktlich bekommt, wenn ihr darauf wartet und es kommt doch nicht, seid nicht böse, es liegt häufig nicht an uns. Bei den Japanern kriegen wir alles sofort. Wir haben bereits jetzt Manga fertig, die eigentlich nächstes Jahr im Frühjahr erscheinen sollen. Natürlich fehlt da jetzt noch das Lettering, aber wir haben alles da, was wir brauchen, um das jetzt fertig zu machen. Ich habe, also ganz interessant, ich habe eine zweite Sache vielleicht noch zum Licensing und noch mal zum lokalen deutschsprachigen Markt. Wir haben jetzt eben ein paar Interviews schon geführt, unter anderem heute auch mit dem Felix Mertikat. Gestern hatte ich eine Dame, die einen ganz tollen, so ein bisschen futuristisch-dystopischen Comic macht. Und genau, da läuft sie gerade. Und da war es halt so, dass sie erzählt hat eben, dass sie jetzt demnächst bei euch auch veröffentlichen wird. Und ich muss sagen, das hat mich sehr positiv beeindruckt, überrascht eben auch, weil ihr anscheinend eben nicht nur internationale Lizenzprodukte einkauft, sondern euch eben auch auf dem deutschen Markt umschaut. Wie sieht das aus? Wie eng ist euer Draht zu diesem deutschen Markt? Und sind diese Veranstaltungen, wie jetzt hier eben auch die Con, auf der wir sind, ein Weg, um dann Kontakt zu halten und aufzubauen? Das ist auch wieder eine sehr, sehr schöne Frage. Das hast du dir alles sehr gut zurechtgelegt. Ja, dieser Comic, den wir jetzt gerade ins Auge gefasst haben, ich weiß nicht mehr, wie es dazu kam. Auf einmal war er auf jeden Fall da. Sie hatte sich bei uns beworben und unsere Redakteurin war total heiß drauf. Wir haben uns die Zeichnung erst einmal angeguckt und dachten, hey, das sieht echt klasse aus. Und wir waren schon länger dabei, mal eine neue Richtung einzuschlagen und einfach zu gucken, okay, was machen wir? Wir haben die amerikanischen Comics, ja, aber das ist nicht das, was Deutschland gerade haben möchte. Jetzt haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, mal zu gucken, was ist mit den deutschen Zeichnern? Können wir da irgendwas hervorheben? Weil dadurch ist auch die Marketingarbeit eine ganz, ganz andere. Du kommst viel, viel leichter an die Zeitung ran. Du kommst viel leichter an die Fans ran. Du machst auch was für den Comic-Markt. Und ich denke mal, das ist jetzt gerade sehr, sehr wichtig. Und deswegen suchen wir auch immer noch Leute, die gerne ihren Comic in Deutschland veröffentlichen wollen. Also, wenn ihr was habt, schickt eine E-Mail, schickt eure Sachen ein, wir würden sie uns gerne anschauen. Ganz toll, also das scheint mir so eine Art Teilneuausrichtung zu sein. Oder war das schon immer euer Kern- und Teil eures Konzepts? Nicht wirklich, also wir haben uns nicht darauf fokussiert. Wir haben Felix Mertikat, ja, wir haben zwischendurch auch nochmal andere. Aber wirklich darauf geachtet haben wir nicht. Das kam jetzt auf einmal, das ist einfach passiert, sagen wir es mal so. Ja, schön zu hören, dass der deutsche Markt doch noch Chancen hat und dass ihr da voll mit dabei seid. Dann vielleicht noch zum Schluss. Was liest du eigentlich selbst für Comics? Ist da vielleicht irgendwas dabei, was dir in letzter Zeit gut gefallen hat und unter Umständen auch nicht bei euch erschienen ist? Ich liebe die Paper Girls. Ich liebe sie absolut, weil es einfach genau mein Humor ist. Die Meg, die da drin mitspielt, ich könnte mich jedes Mal bepissen vor Lachen, weil es einfach so geil ist. Ich bin absolut kein Manga-Leser, aber seitdem ich Korrektur lesen muss für Green Worlds, was wir auch intern irgendwie vergeben manchmal, bin ich ein absoluter Green Worlds-Fan. Und alle, die es jetzt schon gelesen haben, ich warte immer noch darauf, dass Mio stirbt. Ich hoffe, ihr auch. Ich denke mal, ihr wisst Bescheid. The Walking Dead ist absolut nicht mein Fall. Ich muss es zwar lesen zwischendurch, damit ich natürlich weiß, worum es geht, aber ich bin keine Zombie-Frau. Von der Konkurrenz lese ich auch was. Es ist Miss Marvel, aber und Bad Girl. Sehr gut. Das war's. Ja, die Übersetzerin von Bad Girl, die Caroline Hidalgo, die hatten wir auch schon im Interview, auch ganz toll für so. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg und ich bin mir sicher, dass wir uns schon bald irgendwo wiedersehen. Danke, ciao. Danke, ciao. Neben mir, da steht ein begnadeter Tänzer und ein begnadeter Entertainer, jemand, den ich auch schon im schriftlichen Interview hatte und den ich hier erstmalig in Stuttgart auch persönlich kennenlernen konnte. Hallo, ich bin der Andi, wer bist du? Hallo, ich bin Henning und ich bin in meiner Tätigkeit als Autor von Plam Plam Productions hier. Nice! Yeah. Ihr habt hier ja auch ein bisschen was zu feiern, ne?
Genau, 10 Jahre feiern wir hier und ja, seit 2008 gibt es uns und ja, das haben wir jetzt mal in Stuttgart zum Anlass genommen, mal richtig auf die Kacke zu hauen hier. Auch so ein bisschen privat auf die Kacke zu hauen? Das auch, ja, es floss das ein oder andere alkoholische Getränk die Kegel hinunter. Nice. Wie sieht's aus? Vielleicht mal, du bist ja die ganze Zeit dabei. Ich habe mir natürlich auch schon hier einiges mitgenommen, was mir da ins Auge stach. Wie sieht's aus? Seid ihr zufrieden mit der Con? Wie sieht's aus mit Verkäufen? Hat sich das irgendwie gelohnt für euch? Ja, auf jeden Fall. Sehr schön. Das war eine ganz tolle Erfahrung hier. Vor allen Dingen tatsächlich zu sehen, weil, also ich persönlich, weil das ist meine erste Con. Ich war ja in Erlangen schon mal dabei oder im Comic Festival München oder sowas, aber das, da merkst du halt tatsächlich, da sind Leute, die gezielt auf Comics zusteuern. Hier hast du tatsächlich so Familien und alles mögliche. Also Leute, die sich eigentlich eher wegen der Con und wegen dem ganzen Brimborium hierher verirren, sag ich mal. Und dann überrascht sind, oh, hier gibt es ja auch Comics. Und total offen auf uns zukommen. Das ist echt schön zu beobachten, dass man Leute, die vielleicht mit dem Medium gar nicht so richtig am Hut haben, doch irgendwie dafür begeistern kann, mal zuzugreifen. Und ja, dass so Scheuklappen einfach überhaupt nicht vorhanden sind, mal zu sagen, hey, das sieht gut aus, das nehme ich mal mit. Mal zum Anfassen auch mal so Hallo sagen. Das ist, glaube ich, eine ganz tolle Veranstaltung. Ja, ja. Wer jetzt ein bisschen mehr zu dir wissen will und zu dem, was du sonst noch machst, ist das, dem würde ich einfach mal ganz dreist auf unser schriftliches Interview verweisen, das wir vor einiger Zeit miteinander geführt haben. Du hast ja noch halbwegs aktuell. Das ist ja eben auch noch halbwegs, ja, ja. Wo es auch ein paar ganz tolle Bilderchen noch gibt. Was mich mal interessieren würde, ist auch, wie es jetzt aktuell aussieht mit der Mr. Kill-Reihe, wo jetzt hier auch, wie gesagt, die Nummer 5 relativ aktuell erschienen ist. Ja, topfrisch geradezu, genau. Topfrisch, genau. Und wie ich das so einschätze, sind bei dir schon die nächsten 10 in Planung oder vielleicht sogar schon geschrieben, oder? Ja, 10 nicht ganz. Aktuell sind tatsächlich schon 2 Hefte, also die Nummer 6 und die Nummer 7, sind schon in Arbeit von diversen Künstlern. Bei der 8 finalisiere ich gerade das Skript. Da wartet der Sascha aber auch schon heiß drauf, der Sascha Dörp. Da bin ich sehr froh, dass er sich da auch nochmal wieder eingefunden hat, nochmal wieder eine Ausgabe zu machen. Und ja, das geht auf jeden Fall weiter. Da, ja. Du mal aus Sicht des Autors. Ist es für dich interessant, vielleicht auch international zu veröffentlichen, vielleicht auf Englisch? Ja, warum nicht? Da würde sich ja Mr. Kill jetzt zum Beispiel oder auch ja diverse andere Titel unseres Verlages, wir haben ja, ich sag mal, so den Ruf, dass wir ja doch eher amerikanischer Natur die Erscheinung hier haben. Und klar, wir haben ja auch zum Beispiel Trachtman gibt es auf Englisch, Changer auf Englisch, Mr. Kill ist auch die erste Aufgabe auf Comixology auf Englisch. Also wir haben einige Sachen schon auf Englisch übersetzt und ja, das ist jetzt erstmal sekundär, so der Markt natürlich. Wir wollen jetzt erstmal gucken, dass wir hier unseren Fuß weiter in die Tür reinsetzen und irgendwann auch mal wieder weiter auftreten und dann, ja, das wäre dann so der übernächste Schritt, sag ich mal. Du hast jetzt auch gleich noch ein Panel, das gibt dann, glaube ich, das Plam-Plam-Quiz, was du da uns wieder präsentieren wirst oder dem Publikum, das hier eben da ist. Mhm. Da freuen wir uns schon ganz enorm drauf. Und, ja, vor allem die Hörer zu Hause. Ganz genau. 10-jähriges Jubiläum Blam Blam Production hatten wir eben kurz auch schon angesprochen und der ein oder andere hat da ja auch online gratuliert. Da gab es also eine Schar an Leuten, die Videos aufgenommen haben. Vielleicht magst du kurz sagen, wer da so dabei gewesen ist und wie das zustande kam. Ja, wir haben natürlich so einen kleinen Aufruf gestartet und da warst du ja auch ein ganz großer Geburtshelfer dabei. Vielen Dank nochmal, dass wir ja jetzt dem Anlass entsprechend 10 Jahre so ein paar Gratulanten hatten aus der Szene. Hier Sarah Burini, federführend, war da ganz vorne mit dabei oder der Tompa, der ja auch beim Kill jetzt mit dabei war. Habe ich mich sehr darüber gefreut. Sebastian Dreffenjörg von Tank aus dem Next Art Verlag, aber auch andere befreundete Blogger wie Mühli oder der Stefan von Nerdentum. Du hast ja extra aus dem Urlaub, hast du ja noch ein Video geschickt. Also wer da mal nachgucken möchte, bei uns auf der Facebook-Seite sind die alle noch zu finden. Ja, haben uns sehr gefreut, dass da so viel Anteilnahme war in 10 Jahren Blam Blam. War eine saucoole Aktion, wo, glaube ich, auch jede Menge Leute sehr viel Spaß dran hatten. Mhm. Ich wünsche euch noch ganz, ganz viel Erfolg für mindestens weitere 10 Jahre. Ja, und auch dir persönlich hoffe ich, dass wir noch viel von Mr. Kill lesen werden. Ja, das hoffe ich auch. Liegt ja auch in der Macht der Leser, also gerne mal reinschauen bei uns. Danke dir, ciao. Ja, ich danke dir. Das wahrscheinlich absolut letzte Interview, das wir hier nach diesem wirklich großartigen Interviewmarathon auf der Comic-Con Stuttgart bzw. Comic-Con Germany machen. Das möchte ich mit 2 Damen machen, die ein Projekt am Start haben, das ich äußerst bemerkenswert finde, weil sie nämlich selbst anderen Künstlern eine Plattform bieten wollen. Hallo, ich bin der Andi, wer seid ihr? Ich bin die Sibel und ich bin die Anna. Hi. Hallo. Ich stehe hier zwischen ganz vielen, das sind keine Aufsteller mehr, das ist eine
Das sind Wände, quasi eine Installation, an denen hängen ganz, ganz viele Plakate von Künstlern. Was ist das eigentlich? Wie bitte? Was ist das hier? Was ist das hier? Wie kann man es am besten beschreiben? Also, wir haben eine Art and Design Challenge weitergeführt mit dem Thema Outer Space. Und wir haben sehr viele Künstler dazu eingeladen, innerhalb Social Media oder über die Comic-Con-Webseite daran teilzunehmen, uns Plakate zu diesem Thema einzusenden. Und das haben sie auch getan. Und wir sind ziemlich überrascht, was alles reinkam. Vor allem auch so viel Verschiedenes. Es gab zum Beispiel so fotokollagenartige Sachen oder fast schon künstlerisch. Andere haben digital gezeichnet, wieder andere ganz, also von Hand ganz traditionell. Also wir haben uns über die Einsendung echt mega gefreut. Auf jeden Fall. Und was uns eben wichtig war, hatten wir ja auch schon erwähnt, ist eben, dass die Künstler hier eine Plattform haben, mit der sie sich nach außen präsentieren können. Viele haben das halt noch überhaupt nicht gemacht. Einige der Künstler hatten hier zwar auch einen Stand, aber es gab auch echt einige, die so in der Form mit so vielen Besuchern oder vor allem noch nicht die Möglichkeit hatten, sich nach außen zu präsentieren. Vor allem auch junge Künstler, ja, auf jeden die Fall. Sich sehr gefreut haben, dass wir sie vertreten konnten. Ja. Und einfach dieses Lächeln zu sehen, hat uns auch einfach super glücklich gemacht, dass wir was erreicht haben. Dass wir einfach wirklich jungen Künstlern die Chance geben konnten, etwas zu zeigen. Ja. Ja, warum das alles? Denn ich habe absolut nicht den Eindruck, als ging es euch darum, euch zu präsentieren und hier irgendwie Werbung für eine Marke oder so zu machen, sondern eben hier wirklich schlichtweg erstmal eine Plattform zu bieten. Wie kam es dazu und vor allem, wer bezahlt das alles? Wir haben das ohne Budget tatsächlich gemacht. Wir haben die Organisatoren angesprochen, ob wir das machen konnten. Von der Con die Organisatoren? Genau. Die haben das gestattet und wir waren komplett auf uns alleine gestellt, haben alleine nach Sponsoren gesucht und einfach nur, weil wir große Lust dazu hatten, weil es unsere Leidenschaft ist, wir Kunst lieben, es fördern möchten, weil das anscheinend ja noch nicht so wirklich gemacht wird, weil es auf der Suche nach dem Sponsoring eben so ein bisschen klar wurde und hier haben wir einfach was Einzigartiges damit geschaffen. Ja, auf jeden Fall. Ausstellungen gibt es ja durchaus, die sind allerdings häufig einer Künstlerin oder einem Künstler gewidmet. Wir hatten jetzt zum Beispiel im Comic-Salon Erlangen durchaus das ein oder andere. Oder es gibt eben viele Sachen, keine Ahnung, von der Christina Germann gab es vor kurzem eine Ausstellung in Hamburg und so weiter und so weiter. Hier ist allerdings, die Künstler, die ja ausstellt, sind alles eher so Beginner, kann man das sagen, ja? Ja, ich glaube einige. Wir haben aber durch großes Glück auch zum Beispiel die Hanna, Künstlername Fruchtdrop, besucht sie. Die ist schon echt etwas bekannter und die haben wir auch einfach angeschrieben. Die haben wir nämlich schon mal live zeichnen sehen und haben wir sie einfach kontaktiert, ob sie Lust hat, auch mitzumachen. Und sie meinte auch, sie liebt Challenges, etwas Herausforderndes zu haben, ein Thema schon vorgegeben zu haben. Und dann kann man irgendwie da direkt loslegen. Aber ja, es waren auf jeden Fall der Rest, zumindest unseres Wissens nach, sind schon auch eher Beginner, ja. Ja, und ihr selbst seid ihr natürlich auch 2 Tage hier gewesen, habt dann da vermutlich jetzt auch keinen persönlichen Vorteil. Es ging jetzt tatsächlich wirklich darum, die Künstler zu supporten. Oder ist es so, dass wir jetzt irgendwie noch ein Folgeprojekt zum Beispiel haben, auf das wir uns freuen können? Wir haben auch ganz einfach an der Challenge mit teilgenommen. Wir haben auch unsere quasi Einsendungen mit ausgestellt. Aber also man kann das wahrscheinlich weiterführen, jährlich. Und da schauen wir mal. Also Lust hätten wir auf jeden Fall. Mal gucken, was es die Zukunft bringt. Mhm. Sie weiß zum Beispiel gar nicht, ob sie in Stuttgart bleibt. Aber Lust hätten wir auf jeden Fall. Es wurde sogar schon nachgefragt, ob wir es nächstes Jahr nochmal machen wollen. Und da mal schauen. Es kam sehr gut an. Ja. Ja, ihr habt wirklich auch eine große Fläche und das ist ganz toll, weil es hier so am Rand ist und mir laufen, glaube ich, auch viele Leute einfach vorbei. Mhm. Ich denke, dass da durchaus eine große Plattform da war. Jetzt haben wir hier natürlich auch ganz viele wunderschöne Poster. Mhm. Wo landen die denn jetzt alle? Kann ich die bei euch kaufen? Wie läuft das? Die Künstler holen die selber ab bei Bedarf, wenn sie da sind. Wir werden auch zum Beispiel an einen Künstler auch das Werk zuschicken auf Anfrage. Und beim Rest, die zum Beispiel jetzt wirklich streng darauf achten, dass ihre Sachen nicht gestohlen werden, denen haben wir versprochen, es zu entsorgen. Genau. Muss tatsächlich so gemacht werden, ja. Aber unsere eigenen haben jetzt hier zum Verkauf gestellt. Klar, die der anderen, das ist uns nicht gestattet, das wollen wir natürlich auch nicht, sind deren Rechte. Aber viele waren hier auch einfach vertreten, durften sich die Poster auch abholen und weiterverkaufen. Da gab es auch immer wieder Anfragen. Haben wir gesagt, gerne holt sie euch gegen 16 Uhr ab und können sie auch dann weitergeben. Viele haben ja auch wirklich gefragt, ja, wer sind die Künstler, können wir das kaufen? Und wir haben dann gesagt, hier, Broschüre oder die Stände sind dort und da. Und deshalb haben sich auch die Künstler gefreut, dass auch ihre Stände nochmal besucht wurden, dass einfach auch nochmal bei denen viel mehr los war. Es war auf jeden Fall auch nochmal ein Push hier, so die Ausstellung. Für die Leute einen Anreiz, noch mal zu den Ständen auch zu laufen.
Ja. Klingt, als wäre es auch für euch persönlich eine tolle Zeit hier gewesen auf der Con. Auf jeden Fall. Hat mega Spaß gemacht, alles zu organisieren. Wir hatten richtig Spaß, auch beim Aufbau, war einfach witzig. Super cool, ja, das freut mich, dass es so geklappt hat, dass es offensichtlich auch ein Erfolg für alle war. Mhm. Ich würde euch ja noch viel Erfolg wünschen, aber da noch nicht ganz klar ist, ob es einen zweiten Teil geben wird oder eine Folgeausstellung. Ja. Einfach, glaube ich, im Namen vom Publikum ein Danke. Ja, wir haben auch zu danken. Genau. Vielen Dank, ciao. Dankeschön. Ciao. Tschüss.